Watson, wenn man alle logischen Lösungen eines Problems eliminiert, ist die unlogische, obwohl unmöglich, unweigerlich eine neue Folge Cinecast. Und das hätte noch nicht mal Sherlock Holmes vorhergesehen. Wir haben nicht nur Folge 60, eine kleine Jubiläumsfolge, nein, wir produzieren diese sogar komplett vor Live-Publikum, in dem Falle natürlich im Internet. Dazu erstmal im Internet? Hallo und herzlich willkommen, alle, die uns jetzt gerade live verfolgen. Hallo Henrik, wie geht's dir? Hallo, mir geht's den Umständen entsprechend. Es ist warm, ich bin einigermaßen gut be- und entwässert. Freue mich tierisch auf unsere 60. Folge. Wir haben ja eben schon kurz im Vorgespräch darüber gesprochen, dass wir den ganzen Quatsch jetzt hier schon seit 2012 machen. Und irgendwann kommen wir dann damit auch im Internet an. Und es läuft. Aber wir haben einen Gast nicht zum ersten Mal und hoffentlich auch nicht zum letzten Mal. Aber der lebt auch so ein bisschen im Internet. Hallo Marco. Ich lebe vor allem davon. Hallo, freut mich wieder da zu sein. Weißt du, in welcher Folge du zuletzt da warst? Oh, das weiß ich nicht. Aber das ist lange vor Star Trek Discovery gewesen. Richtig. Noch, weil das war unser Thema und es gab keine Bewegtbilder. Ich lass mich kurz überlegen. Das muss im Sommer letzten Jahres gewesen sein, vor fast einem Jahr. Genau, das war Folge 50. Also irgendwie kommst du immer in die runden, geraden Jubiläumsfolgen rein. Merkst du was, Marco? Merkst du was? Ja, so soll es sein. Ja, du bist ja momentan schwer beschäftigt mit dem Hauptthema, was wir uns nachher noch widmen. Toll, dass du halt da auch einen Partner gefunden hast, der dich da unterstützt und die Videos sind, weißt du ja, gerade diese 10-minütigen kleinen Kritiken zu den jeweiligen Folgen finde ich halt super. Dankeschön. Es gibt natürlich auch immer diese 2 Stunden epochalen Besprechungen, die sind auch immer ganz nett, aber ich finde es gerade, wenn man das mal so kurz und bündig auf 10 Minuten reduziert, die wichtigsten Punkte haben möchte, absolut, ist das super. Und nicht nur du, auch andere Kollegen oder so, die geben halt dann auch immer sofort noch Hidden Facts, also Hintergrundinformationen, die vielleicht über die Bücher ableitet oder wie du auch offen machst, irgendwelche Theorien, die im Internet halt herumgeistern. Und ja, das macht das Ganze echt zu einer runden Nummer und diesmal leider nur 7-mal, nicht wie sonst die Jahre 10-mal, aber auch. Aber mit mehr Geld, ne? Sogar nochmal, habe ich gelesen. Also mehr Budget für weniger Folgen. Ja, da kann man ja nur. Das sieht man ja der Serie auch an. Ja. Also neuen Staffel zumindest. Ja, absolut. Absolut. Wobei da bisher ja noch nicht das meiste Geld, glaube ich, draufgegangen ist. Vielleicht ein paar Totalen von den Armeen, die. Aber man sieht schon, wo es hingeht. Also du siehst ja, dass einige Dinge, wo sie sich mehr Zeit lassen. Bisschen länger draufhalten und so weiter. Ja, das stimmt. Oder eben generell, auch wenn sie nicht immer die großen Schlachten zeigen, dass sie halt anschneiden. Ja. Meistens. Ich weiß gar nicht, wollen wir hier spoilerig reden? Wir sind, da muss ich nachher noch mal was zu sagen. Wir sind ja grundsätzlich dafür bekannt, dass wir spoilern. Also alle, die der alte Spoilercast, die alten Drecksäcke. Also ich würde es auf ein Minimum reduzieren, aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass die allermeisten davon so weit sind, wie wir sind. Und das heißt, ganz vermeiden lässt es sich ja auch kaum. Und wir machen für die Aufzeichnung, die ja dann später rausgeht, hier auf jeden Fall mal einen Spoiler-Alarm. Die Live-Zuhörer haben halt aber Becher. Wir werden natürlich die aktuellen 3 Folgen und alles besprechen, was wir so. Also das wird eine komplette Diskussion über das, was wir alles jetzt wissen. Also spoilerfrei. Okay. Der Olli übrigens, der fragte gerade, wo man denn deine Kurzreviews oder generell dich wiederfindet. Vielleicht kannst du da auch nochmal kurz einen Hinweis geben, Self-plug, wo man dich findet. Also es gibt Self-plug, auch jemanden, der dich noch nicht kennt hier im Chat. Self-plug. Nerdkultur findet ihr auf YouTube. Wenn ihr Nerd reinschreibt, wird die Autovervollständigung hoffentlich meinen Kanal dazu schreiben. oder den Nerdwriter. Ja. Aber Nerdkultur ist ein YouTube-Kanal, der ist jetzt bald 2 Jahre alt, ich glaube im September. Und, das zweite Jahr habe ich dann voll, genau. 2 Jahre alt und ich
ja, ich könnte nicht froher sein, wie es gerade läuft. Und Game of Thrones ist ein großes Thema bei mir, hauptsächlich Star Wars, aber eben ganz viel. Hauptsächlich Star Wars möchte ich gar nicht sagen. Hauptsächlich Filmthemen, die alle ein bisschen in die nerdigeren Richtungen gehen, Comic-Verfilmungen, aber auch sowas wie Dunkirk ist für mich ein Thema. Oder jetzt Baby Driver zum Beispiel. Für uns auch. Oh ja, Dunkirk sowieso. Genau, das sind gleich noch so ein paar Punkte, die wir sicherlich auch nochmal vor Game of Thrones besprechen. Ja. Nämlich Dunkirk und aber auch, ich habe zum Beispiel auch Valerian gesehen. Und da können Valerian? Wir, Valerian? Valerian. Ja. Ja, aber bevor... Ich habe mir extra für... Ich hab mir ja, extra, da ich ja Videos für die gemacht habe, weiß ich, es heißt Valerian. Valerian. Ich dachte, ich habe den Film gemacht. Auf... Ich überlege gerade, habe ich die deutsche oder die englische Synchro von dem Film gesehen? Ich glaube, ich habe die englische Synchro gesehen und da hieß es aber... ich meine, heißt es nicht auch in der Deutschen mittlerweile Valerian? Ja. Obwohl es in den Trailer noch Valerian hieß? Ich glaube, Valerian, ja. Ich habe ihn sogar in Deutsch gesehen, aber kann mich jetzt gar nicht mehr so ganz genau daran erinnern. Aber ich dachte halt immer, ne, ist ein französischer Comic, so wie ich das in deinem Video gesehen habe. Da dachte ich halt eher an sowas wie Valerian oder so. Ja, ist ja auch richtig. Also meine Videos mache ich konsequent Comic, spreche ich Französisch aus, Valerian et Lorelin und den Film Valerian. Ja. Die Feini meint, es müsste Valerian heißen. Sehr witzig. Ja, danke, das, Feini. Läuft. Der Valerian. Gut. Ja. Oh, jetzt habe ich jetzt hat, ja, hat gedauert. Hat gedauert. ja, sonst haben wir immer unseren Newsblock, da habe ich soweit nichts. Wir könnten halt höchstens kurz mal eben erwähnen, dass HBO neben Netflix wurde ja auch schon mal gehackt, meine ich. Ne? Da, genau, da wurde sogar eine ganze Staffel online gestellt. Ja, wir wurden darum gebeten, keine Spoiler zum Leak und so zu machen. Aber wir können auf jeden Fall drüber reden. Es gibt ich gar nicht. Drehbücher hat es wohl irgendwie, aber ich habe nicht. Das aber das ist schon eine alte Geschichte. Ja, ich werde nichts. Es ist ja im Oktober geleakt. Ja, ja. Also, wir müssen nicht über den Inhalt reden, aber nur um es kurz zusammenzufassen: Im Oktober gab es schon eine Veröffentlichung, so eine Art Story-Pitch, wie die ganze Staffel verlaufen wird. Nach zwei Folgen und jetzt nach drei Folgen ist halt klar, dass alles stimmt, was da drin steht. Gut, dass ich es nicht gelesen habe. Ja. Okay. Ein paar Sachen davon sind chronologisch auch wirklich ganz festzumachen, was in der letzten Folge passiert und so. Ein paar Sachen sind unchronologisch in diesem Leak, also zum Beispiel Person XY passiert das und das. Mhm. Welcher Folge steht nicht dabei, aber es ist genau so passiert. Okay. Und ja, also dieser Leak stimmt. Einerseits finde ich es natürlich schade, weil ich musste ihn lesen. Ich wollte ihn, ich hätte ihn ungern gelesen, aber ich denke, es ist meine Pflicht als jemand, der Game of Thrones Videos macht, da mal reinzugucken, um einfach einen Überblick zu haben. Andererseits habe ich es gelesen und habe gedacht, das ist tatsächlich eine sehr gute Geschichte. Das hat auch diesen Leak von vielen anderen Leaks unterschieden. Der war schon sehr speziell. Mhm. Und also ganz leicht zu widerlegen, wenn nur die erste Folge schon ein bisschen anders gewesen wäre, aber so war es eben hier nicht. Und ist aber eine gute Geschichte. Also hat sich jemand Gutes ausgedacht und da bin ich doch ganz froh, dass die siebte Staffel sich so entwickeln wird. Okay, dann. Aber ich möchte jedem raten, sich das nicht durchzulesen. Habe ich auch. Ich habe es zum Glück nicht gemacht und werde es dann auch nicht machen, weil jetzt mitten in der Staffel jetzt nochmal da nur aus Neugier was nachzulesen, nö. Dann werden wir natürlich schlechter was über die nächsten Folgen so Vermutungen anstellen können, weil du weißt es ja schon genauer. Da können wir ja, Henrik, wir beiden gerne mal so ins Blaue raten, aber dann halt natürlich ohne Marco, dass der sagt, ha, stimmt nicht oder ha, stimmt, genau so läuft's. Ja. So ein bisschen kann man ja erahnen, aber nicht alles, ne? Also klar. Absolut. Ja, also ich sag mal so, ich habe ja nichtsdestotrotz hatte ich ja im Vorfeld viele Theorienvideos gemacht und die basieren natürlich, also im Wesentlichen auf dem, was ich finde, was beobachtenswert ist. Man muss ja sortieren. Es gibt ja auch verschiedene Leaks. Also es war damals noch nicht klar, der eine Leak ist jetzt der richtig liegt und alle anderen sind doof. Sondern du konntest es quasi auswählen, was könnte denn stimmen, was ist schlüssig. Und ich habe ja versucht, ich versuche immer in meinen Videos, das ein bisschen zu ordnen und zu verargumentieren, was es denn sein könnte und warum. Und wenn man diese Videos gesehen hat, dann kann man schon, glaube ich, unabhängig von irgendwelchen Leaks, die es schon gibt, kann man, glaube ich, ganz gut ahnen, in welche Richtung die Serie geht. Okay, ja, denke ich auch. Also ich habe auch nur irgendwo gelesen, dass die sogar extra Szenen gedreht haben, die sie dann nicht in der Serie verwenden, um irgendwelche Leute auf eine falsche Richtung oder in eine falsche Richtung zu bringen. Ja, man muss aber dazu sagen, das sagen sie. Ja, genau. Okay. Weiß nicht, dass es stimmt. Stimmt. Der Dreh ist sehr teuer. Also,
Also so viel kann man jetzt nach der dritten Folge sagen, ihr seid ja ein Spoilercast, dass die Ilaria und die Tyrion durch King's Landing gezogen werden, gab es schon lange als Foto und als geleaktes Foto. Und das ist ja bei so einem aufwendigen Set mit so vielen Statisten, ist das klar, dass es nicht gefaked sein kann. Also die würden das nicht für ein Fake machen, das ist zu teuer, der Spaß. Wenn, dann müssten sie die Szene zweimal drehen und zweimal verschieden, aber dann wird es zweimal geleakt und dann weiß man, dass da irgendwie was fake ist. Ja. Also mich würde es nicht wundern, wenn sie in Wirklichkeit niemals irgendetwas fake gedreht haben. Die sagen es nur jetzt einfach, damit die Leute die Klappe halten. Ja, oder es gibt tatsächlich geplante B-Roll-Drehs, die dann tatsächlich im Laufe der Drehbuchentwicklung, ist ja nicht ungewöhnlich, dass sich im Laufe von der Planung Drehbücher nochmal ändern. Da kann ich mir schon vorstellen, dass man dann sowas mal macht. Ne? Aber es wäre ja dann kein Fakt. Nee, das wirklich, aber das kann man schön als Fake verkaufen. Das kann man im Nachhinein als Fake verkaufen, das stimmt. Ja. Aber von allem, was ich an Leaks gesehen habe, ich habe mir bestimmt auch nicht alle angeschaut, aber das sieht mir schon sehr danach aus, es könnte die Serie in diese Richtung plätschern. Also da ist jetzt wenig dabei, da ist gar nichts dabei, wo ich jetzt sagen würde, okay, das war Fake, das wird nicht passieren. Mhm. Es gibt auch nicht mehr so viel, was da noch geleakt ist. Also ich weiß nicht, was sie noch. Vielleicht haben sie ja im geschlossenen Raum Fakes getreten, sich gewundert, dass davon nichts geleakt ist. ja, vielleicht gibt es einen Maulwurf, man weiß es nicht. Ja, die Frage ist halt. Es gibt ja einen Maulwurf, es gibt ja einen großen Leak. Ja, okay, einen muss es geben. Einen muss es geben, aber das ist eine andere Stelle, ja. Ne? Wahrscheinlich. Ja. So. Ja, stimmt, es war halt ein Story-Leak und das halt parallel oder kurz vor dem Dreh. Ja, also, sowas kommt auch oft irgendwie nicht direkt aus der. Ja, keine Hacker. Das kommt nicht aus dem Hack, so, sondern das kommt ja meistens dann aus. Und auch nicht aus den Produktionsbüros. Die meisten sind ja schlau genug. Ja, ich habe gesagt, aus den Produktionsbüros. Du hast gesagt. Also zum Beispiel, weil die Schauspieler zum Beispiel haben ja nicht die vollständigen Drehbücher. Die können das zum Beispiel nicht sagen. Ja, dann, also nicht die Agenten. Sowas gibt es ja gerne, so wie bei den berühmten Hateful Eight League. Darauf wollte ich hinaus. Das ist oft irgendwie aus dem Agenten-Milieu kommt. Ja, schon bei normalen Filmen, aber bei so einem Film kriegen die Schauspieler nicht die ganzen Skripte. Bei Infinity War dürfen die Schauspieler die Skripte noch nicht mal mit nach Hause nehmen. Ja. Und sie kriegen nur ihre eigenen Dialoge und so weiter. Also da kann es nicht herkommen, weil es einfach die ganze Geschichte ist. Es sind ja nicht einzelne Dialoge oder einzelne Momente, sondern es ist halt die ganze Geschichte. Ja, dann muss es ja aus dem Produktionsbereich kommen. Wenn ich so drüber nachdenke, kommt mir auch das Produktionsbüro sehr schlüssig vor, weil viele der einzelnen Leak-Geschichten wurden nicht zeitlich festgenagelt. Als zum Beispiel, das passiert in Episode 10, das passiert, Episode 7 meine ich, das passiert in Episode 6, das sind 1. Weil Filme werden ja asynchron gedreht. Also wenn da jemand nur den Produktionsplan gesehen hat, weiß er vielleicht gar nicht, was zu welcher Folge gehört. Also zumindest wenn er nicht ganz genau nachsehen kann. Und da viel der Drehbücher auch durch die Showrunner hauptsächlich geschrieben sind, ist es unwahrscheinlich, dass es direkt aus dem Showrunning-Bereich kommt. Also muss es tatsächlich irgendwo dazwischen rausgefallen sein. Also ich glaube, jemand, der in den Drehplan reingeht. Ja, und das ist, das ist Regie, Drehplan, auch gerne mal irgendwie zweite, dritte Drehteam, irgendwo Koordinatoren. Es wird ja gerne auch mal einer gefeuert unterwegs bei so großen Produktionen. Da ist bestimmt mal einer mit schlechter Laune dabei. Ah ja. So. Da habe ich noch gar nicht gedacht, ja. Ja, wenn ich irgendwie, was weiß ich, ne? Aber das ist immer Spekulation am Ende. Ja, natürlich. Von jemandem. Der andere hat die Klappe nicht gehalten und hat es einem Freund oder einer Freundin erzählt und die hat das dann. Wie gesagt, das sind Sachen sehr spezifisch, aber so ungeordnet, dass es durchaus sein kann, dass es auch einfach nur jemand ist, der es erzählt bekommen hat. Und ist natürlich die Frage, wer es erzählt hat. Ja. Und wie Feini schon richtig im Chat schreibt, für die richtigen Hardcore-Fans, die damit mit Leib und Seele irgendwie fiebern und auf den Montag warten, ist, wenn dir dann in den ganzen sozialen Medien das irgendwie vor die Füße gekübelt wird, ist schon echt übel.
Und in Staffel, wobei ich jetzt den Eindruck habe, als jemand, der auch viel auf Nachrichtenseiten unterwegs ist, dass sich da zwar keiner bedeckt gehalten hat, dass es diese Leaks gab, aber sie haben es nicht reingeschrieben, was es war. Also ich finde, da kann man schon ausweichen. Ich merke das ja auch selber von der Resonanz her in den Kommentaren und auch bei dem Livestream gerade. Also nicht der jetzt hier, sondern der davor, den ich bei mir gemacht habe auf dem Kanal. Wie hieß der Kanal? Da haben viele Nerdkultur. Da haben viele von dem nicht noch nie was gehört. Ja. Ich habe das deswegen so transparent erzählt, weil ich dann damit klar machen wollte, ich höre jetzt auf, in meinen Videos großartig zu spekulieren, weil ich kann auch einfach nachlesen, was passiert ist. Ja, also Olli schrieb es gerade auch im Chat, in Folge 5 wurden ja die ersten Folgen, die an die Presse, glaube ich, gegangen sind, damit die schon mal vorab gucken können, wurden ja damals auch geleakt und seitdem gab es dann ja auch für die Presse keine Vorab-Folgen mehr zum Gucken. Da haben sie halt auch draus gelernt und jetzt, wenn es halt Hacker versuchen, mit Geld zu erpressen, man sieht es ja bei Netflix da, die haben auch nicht drauf reagiert, die dürfen dann halt einfach nicht einknicken und Geld bezahlen, sondern ja, dann lass die Hacker halt was releasen. Ne? So muss man es halt machen. Ja. Und apropos Leak, es gab, wenn ich schon noch bei dem Punkt News gerade war oder bin, ich habe den geleakten Trailer gesehen zu Infinity War, der mir schon allein dieser Trailer mehr Spaß gemacht hat als der DC Justice League Trailer. Es tut mir sehr leid, DC, aber irgendwie passt das bei Justice League immer noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ne? Also Wonder Woman hat uns ja beiden auch sehr gut gefallen. Also war gut Unterhaltung. Wir waren sehr zufrieden. Aber bei Justice League bin ich jetzt immer noch sehr kritisch, leider. Ich bin nach Wonder Woman ein bisschen optimistischer, was Justice League angeht. Ja. Aber nur die Trailer zu Justice League würden mich auch nicht von den Socken hauen. Genau, ja. Und der Infinity War Trailer, du hast den doch sicherlich auch gesehen, oder? Ja, den geleakten halt, find ich nicht sehr repräsentativ, aber ich habe schon Lust drauf. Ja, genau, es macht halt Lust, ne, wenn man halt dort die Charaktere zusammenkommen sieht, ohne jetzt da im Detail einzugehen. Man hatte einfach Lust drauf, das dann auch zu sehen auf der großen Leinwand und so. Ja. Das Ding ist halt, das ist halt der große Unterschied zu Marvel und DC. Und mir wird auch vorgeworfen, ich sei ein Marvel-Fanboy, weil ich die Filme immer so gut finde. Aber das ist ja das Ding bei den Marvel-Filmen, die sind halt alle gut. Die sind gut, das ist keine richtig schlecht. Das ist die schlechtesten von den Marvel-Filmen, wo man auch sagen könnte, ja, Thor 2 oder sowas. Da sage ich immer noch, das ist immer noch ein guter Film, den kann man immer noch gucken. Ja. Und bei den DC-Filmen sind die meiner Meinung nach interessanteren Helden, interessanteren Bösewichte. Ich bin eigentlich ein DC-Kind, wenn es um die Motive geht. Batman, Joker. Aber oder auch Superman sogar. Ja, Die Filme waren halt, also waren die Filme im DC Extended Universe waren halt nicht so gut. Die Dark Knight Trilogie ist schwer zu schlagen, selbst bei Marvel. Ja. Also, ja, okay. Das stimmt. Ja, da gibt es natürlich Streitpunkte, Dark Knight Rises und so, aber selbst da hat ja fantastische Momente, wo auch die meisten Marvel-Filme gar nicht rankommen. Und ich finde, eigentlich bin ich ein DC-Kind, aber die Marvel-Filme machen halt durchgehend gute Qualität. Du weißt, dass du was Gutes bekommst. Du weißt, was du kriegst, wenn du ins Kino gehst. Das ist bei McDonald's zwar auch so, aber es funktioniert und die Massen gehen eben rein. Und bei DC ist es halt immer noch so, die sind in der Probierphase. Mit Wonder Woman haben sie jetzt auch mal erfolgreich probiert. Die Frage ist nur, ob sich das auf Justice League noch auswirkt, weil der war ja schon längst in Produktion. Ja. Wobei, da muss ich, im Chat hat Danny Max geschrieben, Age of Ultron fand ich schon schwer. Ja. Also das war auch überhaupt nicht meins. Ich fand ihn schon schwerer, das stimmt. Aber selbst da immer noch guckbar. Ich bin ja nicht im Kino gegangen, was für eine Scheiße. Ich hab gedacht, bei weitem nicht so gut wie Avengers 1, aber immer noch okay. Ja. Da war halt, der übliche Schwachpunkt oft bei Marvel halt der Gegenspieler meiner Meinung nach. Ich hatte viel mehr Schiss so bei Doctor Strange und solche Sachen, aber das ist ja auch gut ausgegangen. Das klappte ja. Ja, sogar ganz im Gegenteil. Also ich finde sogar in den letzten seit sie die Phase 3 begonnen haben, haben sie viele Filme dabei, die mutiger sind, mit Helden, wo du eigentlich schon im Vorfeld denkst, ich habe doch keinen Bock, das zu sehen. Und dann, aber nach dem Film jeweils 6, das waren die besten der Phasen jeweils. Also ja. Ant-Man war gut, Doctor Strange war sogar noch besser. Spider-Man Homecoming hat mir sehr gut gefallen. Guardians of the Galaxy müssen wir gar nicht drüber reden. 1 und 2 haben es für mich sogar gerissen. Die schießen Marvel für mich nochmal ein gutes Stück nach vorne. Ja. Und das sind mutige Filme, weil es sind Helden, die sonst keiner nehmen würde. Das ist ja auch die Resterampe von Marvel. Das sind ja die sie nicht verkauft gekriegt haben, als es denen finanziell schlecht ging. Ja, genau. Und jetzt müssen sie damit arbeiten und machen das Allerbeste draus, was geht. Und ein großer Major Player wie Sony kriegt es halt nicht alleine hin mit Spider-Man und deswegen müssen sie zu Marvel gehen und Hilfe suchen. Oder DC, die alle ihre Top-Leute unter Lizenz haben, kriegen damit auch nichts richtig hin. Nicht so richtig hin. Nee. Kommt zu wenig einfach, obwohl sie genügend Material hätten. Ne? Ja. Okay, dann kommen wir zu unserem kurzen Roundup. Da würde ich natürlich unseren Gast vorlassen.
Sprich, was hast du zuletzt gesehen? Die letzten vielleicht 2, 3, natürlich außer Game of Thrones, aber so vor allem die letzten 1, 2 Folgen, vielleicht Serie oder Film, wo warst du zuletzt drin, wo du Rede bedarf? Ja, bei Filmen kann ich ja, da kann ich auch ein paar schöne Sachen sagen, weil ich in Pressevorstellungen war. Jetzt muss ich kurz überlegen. Dunkirk natürlich, aber der ist jetzt im Kino, kann jetzt jeder sehen. Da möchte ich einen Film nennen, den ich vor 3 Wochen, glaube ich, gesehen habe, der erst Ende August rauskommt, aber ich glaube, ich darf über ihn reden. Das ist Atomic Blonde. Ja. Ah, ich bin jetzt kein Embargo, aber der läuft, glaube ich, diese Woche in den USA an. Müsste eigentlich jetzt. Ja, hast recht. Erzähl mal, das interessiert mich auch. Der Trailer mit Queen hat mir gefallen, aber es wirkte so ein bisschen, vielleicht vorab, für mich so ein bisschen wie John Wick in weiblich. Ist es ja auch. Ist ja auch kein Wunder, weil der Regisseur ist der von John Wick 1. David Leitch war der inoffizielle Co-Regisseur bei John Wick 1, ist auch noch Produzent bei John Wick 2 und 3. Mhm. Also er ist Stuntman vom Background her, genau wie der Scott Stahelski, ich hoffe, ich habe den Namen richtig, oder Chuck Stahelski, ich kriege den Namen nicht mehr hin. Das ist der eigentliche Regisseur der John Wick Filme, auch Ex-Stuntman, Ex-Stunt-Double von Neo, sage ich, von Keanu Reeves. Ja, dem auch. Ja, und und David Leitch und Stahelski haben eben John Wick 1 vom Zaun gebrochen, haben als Stuntman einfach mal so einen der besten Actionfilme der letzten Jahre hingelegt. Und David Leitch hat dann jetzt eben als nächsten Film Atomic Blonde gemacht. Damit hat Stahelski erstmal, glaube ich, nichts zu tun. Und das super Besondere, David Leitch hat nämlich als nächsten Film in der Pipeline, er dreht ihn jetzt gerade, Deadpool 2. Und deswegen finde ich es sehr interessant, was der Film Atomic Blonde über Deadpool 2 aussagt, weil das ist nämlich sehr viel vom Background her anders. Man erinnere sich, Deadpool 1 war ja ein riesen Überraschungserfolg und war das Regiedebüt von, Tim Miller, glaube ich. Und Tim Miller, hat als Background, der kommt aus dem CGI-Bereich. Ich glaube, vor allem Pre-Renderings von Action-Szenen, also quasi billig gerenderte Szenen, die vorvisualisieren sollen, wie eine Action-Szene später aussieht, wenn es gedreht wird. Und natürlich reine CGI-Szenen. Das war so sein Ding. Es gab ja diesen berühmten Deadpool-Leak, der erst zu dem Film geführt hat, wo eine vorgerenderte, so ein Pre-Rendering geleakt ist und einfach nur zeigen sollte, wie ein Deadpool-Film aussehen könnte. Ja. Das ist im Internet geleakt, ist komplett durch die Decke gegangen. War doch die Autoszene, ne? War diese Autoszene, ja, genau. Die kenne ich auch noch. Und genau wie bei dem Pre-Rendering war ja im tatsächlichen Film diese Autoszene fast komplett gerendert. Ja. Also da haben noch ein paar Menschen irgendwie noch ein bisschen rumgehampelt, aber fast alles, was du in dieser Szene siehst, ist CGI. Fast alles, sogar Deadpool. Und das ist in sehr vielen Szenen so, wo man es vielleicht nicht mit bloßem Auge sieht. Es ist auch die Bewegung der Augen ist auch nicht möglich gewesen so. Das ist auch alles Computer entstanden bei Deadpool. Und Deadpool 1 ist eben ein Film, ich finde ihn unfassbar lustig. Bei der Action ist er ja durchaus austauschbar. Liegt natürlich auch daran, was kann denn Deadpool? Er regeneriert sich, das ist alles, was er kann. Ja. Und im Prinzip, von mir aus ist er ein bisschen stärker, schneller und hat bessere Reflexe, aber im Prinzip kann er sich nur besser regenerieren, das ist alles. Und deswegen sind die Action-Szenen jetzt nicht so super ausgefuchst, sie sind einfach nur lustig. Und jetzt ist Tim Miller, hat sich ja zerstritten mit Ryan Reynolds, weil beide unterschiedliche Sachen für Deadpool 2 wollten. Und deswegen ist Tim Miller da raus. Genau. Und jetzt ist David Leitch dazugekommen. Und David Leitch ist fucking normal ein echter Stuntman. Bei dem, wenn man Atomic Blonde gesehen hat und was da für unfassbare Stunts abgezogen werden, ist es halt von der Grundtonalität her schon was komplett anderes als das, was Tim Miller gemacht hat. Und was jetzt an Atomic Blonde 2 super ist, und das muss ich jetzt einfach an der Stelle sagen, und fühlt euch bitte nicht gespoilert, aber das ist ja wirklich kein wirklicher Spoiler, die Inszenierung. Und zwar, es gibt eben eine Szene, da prügelt sich die Frau durch ein komplettes Treppenhaus. Es gibt relativ wenig Gegner, also es geht nicht um die Masse, so wie in Daredevil. Wenig Gegner, aber es ist eine unfassbare Tour de Farce, wie die sich da durchprügelt und das Ganze mündet in der Autoverfolgungsjagd. Das ist ein gefühlter One-Shot, der 15 Minuten, glaube ich, ungefähr geht. Eine unfassbare Action-Sequenz. Super, super geil. Intensiv. Ich war im Kino. Ich fand es atemberaubend gut. Es war, ich sag deswegen gefühlter One-Shot, weil es war keiner. Also da gab es offensichtliche, unsichtbare Schnitte. Aber es fühlt sich ja für den Zuschauer trotzdem an, wie 15 Minuten am Stück ohne Schnitt, wie sich die Frau da durchprügelt und durchschießt und alles. Und super brutal und intensiv. Also unfassbar geil. Und ich sehe diese Szene im Kino und denke nur, das passiert in Deadpool 2. Ich bin mir sowas von sicher, David Leitch macht das nochmal. Der geht hin
und macht eine Szene, in der Deadpool sich durch Gegnerhorden prügelt oder was auch immer und regeneriert sich halt so zwischendrin immer und rückt sich den Arm zurecht und macht einfach weiter. Und er kriegt aber nur auf die Fresse. Er wird erschossen, er wird runtergeschmissen, er wird aufgespießt, er regeneriert sich jedes Mal und prügelt sich weiter durch. Und das alles in einem Schuss, in einem One-Shot. Ja, und das stelle ich mir wirklich vor. Und jetzt schaut mal, das Einzige, was wir bis jetzt wirklich von Deadpool 2 gesehen haben, ne, ist ja dieser Teaser mit Stan Lee und der Telefonzelle. Ja, genau, ja. Und jetzt schaut euch die Szene noch mal genau an. Die ist quasi ab Punkt XY ein One-Shot. Nur so funktioniert dieser Humor. Der Witz funktioniert ja nur, weil er sich in dieser scheiß Telefonzelle umzieht, während im Hintergrund ein Zivilist umgebracht wird. Ja. Also, auch wenn das jetzt keine Action-Sequenz war, was David Leitch in diesem kleinen Teaser, den er selber gedreht hat, gemacht hat, ist, er hat eigentlich schon das, was er in Atomic Blonde auch gemacht hat, diese Erzählweise mit langen Shots ohne schnelle Schnitte, hat er da schon mit rübergebracht und es war deswegen einfach nur sauwitzig. Und deswegen bin ich sehr, sehr, sehr gespannt auf Deadpool 2. Wann ist da eigentlich Release-Date? Gibt es da schon eins? Für Deadpool 2, 2018, Monat weiß ich nicht, aber mich würde wundern, wenn sie es nicht wieder im Februar machen, so quasi, ey, das hat letztes Mal am Valentinstag so fantastisch funktioniert, Februar-Rekorde gebrochen und so weiter und so fort und R-Rate-Rekorde. Geiler Slot, der funktioniert für Deadpool als Antiprogramm zum Valentinstag, warum nicht dort wieder? Aber ich weiß es nicht. Wurde da was auf der Comic-Con eigentlich gezeigt dann? Weil das würde nicht, ja zeitlich... Nicht, dass ich wüsste. Eigentlich Was Sinn jetzt machen. Vor kurzem released wurde, war ja ein Teaser-Bild von einer der, ich weiß gar nicht, wie die heißt, ist jetzt peinlich, von einer der Figuren, der weiblichen Figuren. Und es verarscht ein altes Bild von Deadpool. Und zwar Deadpool bei den ersten Marketingbildern, wo man richtig vorgestellt hat, hat er noch auf so einem, ich glaube, Tiger- oder Löwenfell, hat er von einem Kamin gelegen. Ach, das ist das Bild mit Domino, ne? Ja, Domino. Die Figur richtig. Heißt doch Domino. Genau, das ist... ich weiß, wie die Schauspielerin heißt. Oh Gott, verdammt. Chat, kann uns der Chat mal helfen? Die Schauspielerin von aus welchem Film ist die denn? Wo habe ich die denn gesehen? Ich habe das Bild gar nicht so genau angeschaut. Ich bin erst noch vorbei. Ich bin gar nicht drauf geachtet. Aber um das jetzt endgültig zu schildern für die, die noch auf heißen Kohlen sitzen und nicht wissen, wovon ich jetzt die ganze Zeit rede. Ich komme nicht drauf. Also sie liegt statt auf einem Fell vor dem Kamin, liegt sie auf Deadpool als Fell quasi. Ja. Und sieht aus wie Harry Potter. Sieht aus wie Harry Potter, als alle Knochen weg waren. Doch, habe ich auch gesehen. Liegt auf so einem, sie liegt wie auf einem Bärenfell, liegt sie so auf der Seite auf Deadpool. Die Figur heißt Domino, das weiß ich, aber die Schauspielerin kann ich mich nicht erinnern. Fuck. Ja, das Gedächtnis. Also Atomic Blonde können wir uns drauf freuen, sagst du. Finde ich schon, sehr intensiver Film. Hat natürlich die Schwierigkeit, so ähnlich wie im Trailer, dass Charlize Theron nicht die sympathischste Frau in dem Film ist, will sie aber auch gar nicht sein. Mhm. Sie ist durchaus eine ambivalente Figur. Also es gibt Momente, wo man sie eben nicht mag. Aber ich finde das krass, wie Charlize Theron sich da reingesteigert hat in diese Rolle, körperlich, also physisch, also die ganze Action, die hat ja schon nach Mad Max Fury Road, hatte man ja schon das Gefühl, die kann auch einen Actionfilm was, aber das toppt sie nochmal locker, weil sie einfach physisch so viel stärker da drin ist. Und auch wenn sie ein Ex-Model ist, glaube ich, ist es nicht selbstverständlich für so eine etablierte Hollywood-Schauspielerin, so viel nackte Haut zu zeigen, wie sie es in Atomic Blonde tut. Okay, also, selbst wenn man nicht wegen der Action reingeht. Jan hat gerade gebucht. Sondern sowieso schon bei Charlize Theron sich mit der Hand im Schritt erwischt, dann sollte man schon Atomic Blonde schauen, so viel kann ich sagen. Ja, ist klar. Bin ich froh, dass wir immer nackt podcasten. Was man dem Film auch lassen muss, der ist unfassbar cool. Also vom Look her. Der Look, das Feel der 80er in Berlin. 80er, so, ne? So ein Mauerfall. Mhm. Total geil eingefangen. Man sitzt zwar da, also ich bin zwar in den 80ern geboren, ich kann mich nicht mehr so dolle dran erinnern, aber ich weiß, die 80er waren nicht so cool wie in diesem Film. Die bei weitem nicht. In dem sind sie halt unfassbar cool. Er ist sehr Soundtrack-getrieben. Aber es ist ein Film, den ich gerne auf Blu-ray hätte und den ich mir gerne nochmal anschauen würde. Gerade mit Kumpels zusammen gucken, sehr, sehr gut. Ich möchte ihn auf jeden Fall empfehlen, wenn einen der Trailer schon angemacht hat. Wenn man im Trailer sagt, so, Charlize Theron geht man total auf den Sack in den, dann wird es im Film wahrscheinlich nicht so viel anders sein. Aber es ist trotzdem sehr, sehr gut inszeniert und cool und auch einer der wenigen Filme, der mit der deutschen Sprache auch spielen kann, weil er halt in Deutschland spielt, sprechen natürlich alle anderen drumherum Deutsch. Ja.
Und ich glaube, das ist ein Film, der sich dann in dem Fall besonders lohnt, auch den auch in Originalsprache zu sehen. Einfach dieses Berlin-Feeling, diesen Culture-Clash auch noch ein bisschen mitkriegt. Ja, im Chat, der Matze Holm kann dir nur beipflichten, der hat den auch in der PV gesehen. Sagt auch, der Soundtrack wäre Herz, also top. Also ich freue mich. Ja. Ich höre den Soundtrack gerade rauf und runter auf Spotify, wobei der Soundtrack auf Spotify, also Soundtrack zum Film, aus Remixes hauptsächlich besteht, also nicht aus den Originalsongs. Im Film sind es natürlich die Originalsongs und die Trailer versprechen tatsächlich nicht so viel. Was du in den Trailern hörst, ist meines Wissens nach, glaube ich, auch alles im Film so drin. Das mag ich ja, wenn ein Trailer dir nicht eine falsche Stimmung verkauft. Wenn gewisse Soundtracks, die den Trailer schon eine tolle Stimmung verleihen, auch wirklich im Film vorkommen. Das ist für mich grundsätzlich ein Pluspunkt, weil eigentlich hat ja ein Film nichts mit den Trailern zu tun. Also das sind ja, was bei dem Film in der Post-Production passiert, hat nichts mit der Trailerfirma zu tun, die den Trailer zusammenschneidet, außer Suicide Squad, aber da war das ja auch die Reihenfolge. Die Trailer kommen besser an als der Testfilm. Deswegen hat sich das dann so ergeben. Apropos guter Soundtrack, da können wir vielleicht direkt mal rüberschwenken zum Henrik. Der hat, glaube ich, auch einen Film, der hat einen Film gesehen mit einem guten Soundtrack. Absolut. Der auch gerade hier im Chat nochmal erwähnt worden ist. An der Stelle macht es natürlich Sinn, wo wir von guten Soundtracks reden. Wir haben ja mehrere Filme heute auf der Liste, zwei Filme auf der Liste, von denen ich glaube, dass neben namhaften Schauspielern ein weiterer Hauptdarsteller tatsächlich im Film stattfindet. Und zwar ist das eben der Soundtrack und in diesem Fall der Soundtrack zu Baby Driver. Der, bitte? Ja, ich nicke nur anerkennend. du nickst laut. In diesem Fall hatte ich, genau wie bei dem zweiten Film, das Gefühl, dass nicht nur dass Edgar Wright, den wir ja alle von der Cornetto-Trilogie so wunderbar in Erinnerung haben, eins seiner Herzensprojekte umgesetzt hat und das wieder mit viel Liebe und da dann eben neben Ansel Elgort und Lily James, Jamie Foxx und natürlich Edgar Kevin Wright, Spacey, ne, als Regisseur. Mit Edgar Wright als Regisseur war zu erwarten, dass ein bisschen was passiert. Und ich glaube, dass die Art und Weise, wie der die Geschichte, die ja relativ, also eigentlich verhältnismäßig unspektakulär, ein junger, durchaus talentierter Fluchtwagenfahrer, eben jener Babydriver, der aufgrund von einem Tinnitus permanent Musik hört und das auch als Rhythmus für sein Leben nutzt, durch eine, zwischendurch ja sogar relativ actionlastige, vor allem temporeiche Geschichte geführt wird, mit viel, sogar den üblichen kleinen Slapstick-Elementen, ich sag nur Sonnenbrillen, die ja spannend sind und der durch die Figuren, man macht sich ja gar nicht die Mühe, sämtliche Hintergründe jeder Figur zu erzählen. Er setzt uns einfach mitten rein in diese Szenerie. Es geht ja auch relativ schnell schon los direkt. Also wir haben ja, er verzichtet ja fast ausschließlich, also auf umfangreiche Exposition. Wir wissen relativ schnell, wer da wohin gehört. Und werden dann eben durch die 50er, 60er, 70er Jahre, aktuelle Remixes und so weiter, mit dem Soundtrack durch eben diese Geschichte getragen. Und das macht diesen Film für mich, mehr will ich jetzt gar nicht sagen, weil er jetzt ja relativ frisch ist, wir müssen ja alle noch reinschicken, macht diesen Film für mich wirklich großartig. Und natürlich, dass wir unseren Freund Charles Rettinghaus als Synchronstimme von Jamie Foxx wieder hören. Weil die Synchro, ich habe mir ein paar Szenen, die ich finden konnte, im Original angeguckt. Die Synchro scheint ziemlich gut zu sein. Mehr kann ich noch nicht sagen dazu, weil ich keine ganze gesehen habe. Aber für mich erstmal großartig. Du hast ihn noch nicht gesehen, ne, Jan? Ich habe noch nicht gesehen. Meine Einstellung zu Filmen überhaupt, zu Kevin Spacey, ist eh allgemein bekannt, dass ich ein
Ein riesen Kevin Spacey. Ich habe halt letzte Woche mit meiner Frau dann Dunkirk auf D-Box sitzen genossen. Also. Ja, in der da komme ich gleich noch zu. Da kommen wir dann gleich zu. Also wie gesagt, ein, ja, zwischendurch ja tatsächlich auch eher ja, fast Musical-ähnliche Einlagen, die ich wirklich großartig fand. Und der namensgebende Song, einer, das ist Baby Driver von Simon & Garfunkel, relativ früh, was ist das, irgendwie 70er Jahre, wenn ich mich richtig entsinne, habe ich in so einer seltsamen musikalisch verwirrten Phase habe ich relativ viel Simon und Garfunkel mal gehört. Und da war das auch schon eins meiner Lieblingsstücke. Also von daher habe ich den Film wirklich sehr genossen. Ganz, ganz großen Daumen nach oben. Also ich glaube, da müssen wir alle reinschicken, die gerade zuhören. Ja, oder also ich kann mich nur anschließen. Ich finde es vor allem interessant, wie er gemacht ist. Also ich bin auch großer Fan von Scott Pilgrim vs. the World. Das ist für mich sogar die Cornetto-Trilogie in allen Ehren, aber für mich der beste Edgar Wright-Film und einer meiner Top 10 Lieblingsfilme der letzten 10 Jahre irgendwie. Und für mich auch noch ein kleines Stück besser als Baby Driver noch. Ich muss mal Baby Driver aber nochmal anschauen, weil ich finde, der hat so vieles so gut und so richtig gemacht, dass vieles, was man noch sehen könnte, und das ist meine Befürchtung, ich einfach natürlich beim ersten Mal nicht gesehen habe. Also mir ist zum Beispiel nicht beim ersten Mal schauen aufgefallen, erst als sie die ersten 6 Minuten des Films released haben, die gibt's nämlich ganz legal auf YouTube zu schauen, die ersten 6 Minuten, ist ja sehr auf die Musik geschnitten. Um nicht zu sagen, alles in diesem Film, alles ist Ja, es ist der Rhythmus, in dem der gesamte Rhythmus, auch der gesamte Film, wenn einem, also er hat ja auf das Aktsystem komplett verzichtet und treibt uns die ganze Zeit auf dem Soundtrack. Mhm. Also auch ja, diese, aber ich will gerade sagen, woran die Besonderheit liegt. Ich meine nicht nur, dass er darauf geschnitten ist, also dass wirklich die Schnitte und auch also die Schnitte auf die Takte folgen. Es ist auch die Stimmungslagen, also je nachdem, wenn gerade der Bass ein bisschen anzieht, also ich kenne mich in der Musik jetzt nicht so aus, aber wenn der Bass ein bisschen schneller spielt, dann fährt das Auto auf einmal auch schneller. Mhm. Dann fährt es aber auch zum Beispiel schneller an Säulen vorbei. Und diese Säulen rauschen durch das Bild zusammen mit dem Bass, also wenn jemand auf der Bassgitarre spielt. Das ist ja kein Zufall mehr. Also das ist auch nichts, was du mit ein bisschen, ach, ich drehe hier ein bisschen schneller und schneide da so ein bisschen rum und dann passt das schon. Das ist bis in die letzte Millisekunde ist dieser ganze Film durchchoreografiert. Man das habe ich so in dieser Form noch nie gesehen. Ja, man merkt auf jeden Fall, dass er reichlich Zeit hatte, sich über diese, über das ganze Projekt Gedanken zu machen. Da ist er ja schon irgendwie seit den 90ern irgendwie dran. Frühe Teile sind ja auch zumindest von da, von dem, worauf er hinaus wollte, in die, in so einem, was war das denn für ein Musikvideo, wo er die Geschichte schon mal quasi, was war das denn? Ich kannte es nicht, ich komme nicht drauf. Ja, ist egal. auf jeden Fall hängt er an dieser Geschichte ja schon ewig und man merkt, wie viel Liebe und Herzblut in der gesamten Umsetzung klebt. Und es ist definitiv einer der Filme, wie du sagst, in die man mehr als einmal rein muss. Ja, also ich weiß nicht, ich gehe extra da, fällt mir jetzt gerade ein. Ich habe ihn jetzt vor einem Monat gesehen bei der Filmstarts Baby Driver Tour. Und schaue ihn tatsächlich morgen nochmal. Und morgen schaue ich in der deutschen Synchro, weil ich ihn in der englischen zuerst gesehen habe, aber liegt ja auch in meiner Begleitung, dass wir es einfach mal auf Deutsch schauen, aber dann sehe ich ihn auch mal in der deutschen Synchro und was ich bisher davon gesehen habe, das hast du nämlich gut angesprochen, die Synchronstimmen sind super ausgewählt, ich sehe da keinen Verlust dazu. Ich habe den ganzen Film auf Englisch gesehen und alles, was ich davon in Deutsch gesehen habe, auch die längeren Szenen, die veröffentlicht worden sind, fallen für mich nicht wirklich ab. Ich finde zum Beispiel Kevin Spacey hat ja eine fantastische Synchronstimme. Absolut. Eine fantastische Synchronstimme. Aber absolut. Ich mag ihn auch sehr gerne in Englisch hören. Also er ist halt, Kevin Spacey ist halt fucking Kevin Spacey. Und das finde ich geil, dass er auf beiden Sprachen funktioniert. Ja, absolut. Und ich möchte auch dazu sagen, mal an alle Star Wars Fans, ich bin ja eigentlich für den Han Solo-Film recht zufrieden mit der Wahl von Ansel, wie heißt er nochmal? Alden Ehrenreich. Echt? Okay. Ich bin recht zufrieden. Also ich finde dafür, dass man da versucht, einen zweiten Harrison Ford zu finden, was ja sowieso unmöglich ist, finde ich die Wahl gar nicht so schlecht. Aber Ansel Elgort und Baby Driver,
Er war auf der Shortlist. Er war einer von den genau. Ich weiß nicht mal wie viele Leuten, die in der engeren Auswahl von Solo waren. Und ganz ehrlich, dass er es nicht geworden ist, finde ich jetzt schon fast traurig, weil ich habe jetzt, also so wie er in Baby Driver spielt, ist doch großartig. Würde ich ihm auch, wie er aussieht, den jungen Han Solo, aber wirklich jung, den würde ich ihm sowas von abkaufen. Also er wäre echt ein super Han Solo geworden. Und jetzt muss aber, das stimmt mich aber wieder hoffnungsvoll für Alden Ehrenreich. Da muss er ja noch besser sein. Wenn Ansel Elgort es nicht geworden ist, dann doch bitte, da muss Alden Ehrenreich noch besser sein. Und man muss auch dazu sagen, Ansel Elgort ist auch großer Star Wars-Fan. Er ist auch DJ. Ich glaube, seine Musikaffinität merkt man in dem Film auch an. Das war bestimmt auch einer der Gründe, warum er gecastet wurde. Weil er einfach auch ein Gefühl für Rhythmus hat und wie er sich zur Musik bewegen muss. Und das ist ja sehr wichtig in diesem Film. Und sein DJ-Name, weil er selber Musik macht, sein DJ-Name ist Hans Solo. Na klar, was sonst? Eigentlich sein DJ-Name verpflichtet. Er ist es nicht geworden. Ich finde es schade. Schaut mal, allein das Poster von Baby Driver, das zwar gezeichnet ist, aber wenn das nicht der junge Harrison Ford ist, dann weiß ich auch nicht. Also wirklich, schaut euch mal ganz junge Bilder von Harrison Ford an. Da sehe ich keinen Unterschied mehr. Ja, vielen Dank an den Chat. Das ist von Mint Royal, Blue Song. Da ist ein Link im Chat, werden wir an der Stelle dann auch in den Shownotes verlinken. Vielen Dank dafür. Ja. Schön, so eine Schattenredaktion, das finde ich gut. Das sollen wir öfter machen. Davon profitiere ich auch immer in meinen Livestreams. Ja, man kann immer. Ich leite mich quasi nicht vor. Ja, macht der Chat. Ja, macht der Chat dann. Die haben, auch, ja. Die haben ja auch mehr Internet als wir. Wir müssen ja streamen. Ja, richtig. So sieht's aus. Ja, vielen Dank, Henrik, für ja, die Baby Driver 2 Daumen. Hole ich den also nach. Ich, ne? Aber auf jeden Fall. Okay. Und wenn ich Zeit habe, gehe ich mit. Okay. Es ist ja schon eigentlich schade, dass der wirklich parallel zu Dunkirk startet. Ja. Also ja. In Deutschland wohlgemerkt. Ich glaube, in den USA ist er durchaus vor Dunkirk rausgekommen. Und er läuft relativ gut. Also, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, läuft ja überraschend gut, Baby Driver. Dunkirk aber auch. Mhm. Ja, das stimmt. Sich da nicht. Zweite Dunkirk Woche jetzt. Fantastisch. Ja. Baby Driver läuft halt für einen so einen kleinen Film, ich glaube sogar Indie-Film, läuft er halt super. Zu und das recht, freut mich ja schon mal. Zu Recht, wie ich finde. Zu Recht, der wird auch gute Mundpropaganda kriegen. Also ich bin ganz sicher, dass das ein Kultfilm ist. Ich glaube, ich hab auf jeden Fall auch schon Platz für meine Jahresliste für Baby Driver reserviert. Ich weiß noch nicht, wo er landen wird, dafür ist das Jahr noch zu lang, aber ich freue mich. Ich habe ihn jedenfalls schon auf der Liste. Ich freue mich immer über Filme von Edgar Wright oder halt auch Matthew Vaughn, also ich freue mich auch jetzt schon auf Kingsman 2. Ja. Die Jungs, die inszenieren einfach so geil und es macht Spaß, also ich bin da sehr gespannt. Ja. Ja, dann bleiben wir doch eben noch bevor wir zu Game of Thrones gehen, beim letzten Film, beziehungsweise wir haben noch zwei auf der Liste, wir haben noch Spider-Man, aber den können wir, denke ich, kurz abfrühstücken, dass wir alle positiver überrascht waren. Der Trailer hat mir noch nicht so richtig zugesagt und ich fand aber dieses Coming of Age, diese Ferris macht Blau-Anspielung etc. Ja. Hat mir richtig viel Spaß gemacht, sodass Spider-Man Homecoming eine runde Sache geworden ist, mit einem Anführungsstrichen Avengers-mäßigen offenem Ende. ja, hast du erwartet. Wer weiß, wie, ja, er ist ja wohl, er ist ja jetzt. So offen war das doch jetzt nicht. Ja, aber ich glaube, Sony, gerade, ich weiß nicht, wie die Verträge genau sind, ich weiß wohl nur, dass er ja im Infinity War ist er ja dabei, das hat man ja sowohl im Trailer als aber auch schon vorab bei diesen Set-Videos gesehen. Ja. Ich weiß nicht, wie lange sein die noch Auftritt weiter mit ihm planen. Dort soll sich aber im Rahmen eines, also in Größenordnung von Civil War bewegen. Also okay, du hast 15 Minuten und das war's. Aber immerhin, und mag mich jetzt täuschen, aber ich meine, man hätte ihn auch schon für Infinity War 2 oder wie auch immer der Film dann heißen wird, auch schon drin. Und natürlich Homecoming 2. Ja. Ja, okay, genau. Aber Homecoming 2 oder der nächste Spider-Man, ist der denn dann auch noch in dieser Kooperation oder ist das dann schon wieder Sony? Ich glaube schon. Ich glaube, der noch. Und von einem dritten ist, glaube ich, gar nicht mehr die Rede. Aber ich klicke ja selber gar nicht mehr durch. Ich hab's tatsächlich nicht mehr so richtig im Kopf. Was mich überrascht hat, ist, dass er anscheinend keine Rolle in Venom spielen soll. Ja, würde ja eigentlich naheliegen, ja. Also ich finde, dass, weil auch die Diskussion im Chat gerade um die Darstellerwahl geht, der ganze, was mir gut gefallen hat, ist, dass sie nicht den Fehler gemacht haben, sich zu ernst zu nehmen an dieser Geschichte, dass sie nicht den Fehler gemacht haben, gleich wieder diese ganze Origin-Scheiße abzuspulen. Wird einmal erwähnt, ne?
So, ja. Hat das wehgetan, die Spinne ist tot. Ja, so, genau. Ende. Das hat gereicht. Der Man on the Chair ist ein wunderbarer Sidekick, der mir gut gefallen hat. Und die Tatsache, dass Tom Holland, so wie ich den Spider-Man, ich bin ja ein Kind der 70er Jahre und ein Spider-Man-Comic, ja, zumindest Leser gewesen in der Zeit, Fan, weiß ich nicht. Aber dass sie ihn haben wieder einen Jungen sein lassen, so im Gegensatz zu den restlichen, ja. Hat mir einfach gut gefallen als Spider-Man-Comic. Ich will jetzt nicht Fan sagen, ich stecke da nicht so drin, das hauen mir sowieso alle Comic-Nerds wieder voll um die Ohren, aber ich war sehr zufrieden. So, ich war mit meiner Frau drin, die Bock hatte, mal wieder einen Comic-Helden-Film zu sehen, was mich sehr überrascht hat. Und die hatte großen Spaß und das ist immer ein gutes Zeichen dafür, dass da viel, wirklich viel gepasst hat. Und im Chat wird schon erwähnt, die Tante war heißer. Die Tante war halt keine also alte Tante, das war schon okay. Und, fandet ihr denn den Anzug nicht ein bisschen over the top, dass das so fast wie ein Ironman-Anzug mit Display und allen Schmuppi-Buppi war? Ja, ist scheiß drauf. Es war schon over the top, würde ich unterschreiben, ja. Aber zu dem Film hat es ja irgendwie gepasst, also auch mit der ganzen Tony Stark-Geschichte und es hat tatsächlich im Ganzen noch eine Humorebene mehr gegeben. Ich persönlich bin schon Fan davon, wie Sam Raimi es gemacht hat, diesen alles Spinnenfähigkeiten sind in ihm vereint, er muss nicht erst Sachen basteln, aber dass der Anzug so ist und er gleichzeitig die künstlichen Spinnendrüsen hat, also das eine scheint mir wie eine Weiterdenke von dem anderen zu sein. Deswegen sehe ich das gar nicht so eng. Und umso mehr anders er ist als die anderen Spider-Man-Inkarnationen, umso besser für Homecoming. Wenn die Amazing Spider-Man-Filme unter Garfield an allem gescheitert sind, dann ist es halt dieses, ich erzähle das Gleiche nochmal. Und was er aber richtig gemacht hat, ist die Besetzung und vieles Emotionale drumherum, aber eben nicht dieses, ich erzähle das Gleiche nochmal. Und bau auf Teufel komm raus und Spider-Verse auf. Alles okay. Das hat dem nicht gut getan. Und ich finde auch die Diskussion affig dann, wer jetzt der beste Spider-Man war, ob es Tobey Maguire oder Andrew Garfield oder Tom Holland. Ich finde, alle drei haben jeweils zu ihrem Spider-Man perfekt gepasst. Mhm. Also wirklich perfekt. Deswegen, das ist eigentlich eine James-Bond-Diskussion. Ja, also wir sind uns alle einig, Sean Connery ist der Beste, aber nichtsdestotrotz werden viele sagen, Daniel Craig. Und das ist ja legitim. Das ist völlig legitim zu sagen, dass jemand anderes. Ich finde es ja auch bei Batman. Ich sehe auch, dass eine bestimmte Generation immer sagt, natürlich ist Christian Bale der beste Batman. Wenn ich sage, er ist super Batman, aber ganz ehrlich, ist natürlich Michael Keaton. Ja, das Adam ist eine Frage, mit wem man aufgewachsen ist. Adam West. Ja, Adam West natürlich. Oder Adam West, ja, die Leute gibt es auch. Aber ja, ja. Wirklich, ja, natürlich. Ich bin Batman. Nein, ich bin Batman. Ja, ja. Nee, also. Das ist für mich schon Michael Keaton. Ja, Michael Keaton. Vor allem, er passt so geil jetzt auch in diese Rolle bei Spider-Man. Ne? Also, das fand ich super. Einer der besten Bösewichte im Marvel Cinematic Universe. Ja. Die haben zwar, das ist eine niedrige Messlatte, ja. Aber nichtsdestotrotz, Michael Keaton nimmt sie mit Leichtigkeit. Ja, low-hanging fruits. Ja, dafür, dass wir eine kurze Review machen wollten und wir auf jeden Fall noch kurz über Dunkirk sprechen müssen, sind wir mit 45 Minuten Aufzeichnung aber schon wieder lang dabei. Macht nichts. Ich denke, unsere Live-Hörer sollten sich zum Baum schmücken, auf jeden Fall schon mal die Headsets aufsetzen, weil das kann jetzt noch dauern, fürchte ich. Ja, also ich muss gleich nochmal Getränke nachholen. Dunkirk hatte ich vor allem auf meiner Liste, weil das ja auch so ein bisschen, also es ist interessant, wie das wieder mal das ist so ein typischer Film von Nolan, der wieder so extrem polarisiert. Ich gehöre ja mehr zu der Fraktion Nolan Fanboys. Du auch, genau. Und ich habe ihn mir dann in Hamm mit auf diesen lustigen D-Box-Sitzen zum ersten Mal angeschaut, die dann halt gerade auch bei den Flugszenen, was super war, direkt so mit den Flieger mitgegangen ist, diese Sitze, das ist schon sehr, sehr cool. Ja, aber der Film an sich ist genau das, was ich habe im Vorfeld doch öfter schon gesagt, jetzt gucken wir mal, was Nolan macht, wenn er, ich sag mal, normalen Film drehen soll und nicht, ne, Inception oder Interstellar oder irgendwie sowas, wo so ein typischer Nolan-Kniff noch mit drin ist. Und was macht er? Er macht einen Film mit einem Nolan-Kniff. Er wollte gerade sagen, er macht einen normalen Film mit Nolan-Kniff. Der ist zwar relativ harmlos, aber trotzdem ist er da mit diesen, ich nenne es mal, drei Zeitebenen mal wieder. Was aber finde ich jetzt, man hätte sich es auch fast schon sparen können, das macht jetzt nicht so viel aus. Aber an sich,
ich fand ihn gut, weil er halt so kühl war. Man hatte nicht so dieses Character Development drin. Die waren eigentlich relativ blass, die meisten, außer vielleicht auf dem Boot. Da wurde es dann auch mal ein bisschen emotionaler. In der Summe fand ich aber den Film echt gut, weil er halt wirklich das widerspiegelt, wie man sich das so, also es war wie so ein Ausschnitt aus der Geschichte, also so hat es sich angefühlt. Keine Doku, klar, aber so ein bisschen, als hätte man das wirklich in dem Moment, diese Etappe, diese Phase live miterlebt. So kam das so ein bisschen rüber, ne? Komplett und trotzdem halt, was auch eine lustige Sache ist beim Kriegsfilm, trotzdem FSK 12, also dadurch, dass man, ja, dass er so schneidet, man sieht nichts. Ja, und man sieht erstens, no? Also wir müssen jetzt ein bisschen auch wegen der Spoilerei vorsichtig sein, aber es gibt ja kein Gore. So, nee, genau. Findet gar nicht statt. Quasi. Einen blutigen Hinterkopf. Es gibt, das war's. Ja, Ende. Aber es gibt, da kannst du ja keine FSK draus ableiten aus so einer Szene. Nee, aber wird ja gern als Stilmittel bei Kriegsfilmen verwendet, die Gewalt. Ja, wir haben ja eben irgendwo gelesen, die ersten haben ja Hacksaw Ridge, ich finde diese Diskussion übrigens ausgesprochen dämlich, Hacksaw Ridge mit Dunkirk zu vergleichen. Aber grundsätzlich, also klar, thematisch sind das ja zwei sehr unterschiedliche Herangehensweisen an das Thema, Klammer auf, Anti, Klammer zu, Kriegsfilm. Diese Diskussion mit Anti-Kriegsfilm machen wir hier an dieser Stelle besser nicht auf, weil sonst geht das Ganze durch die Decke. Ja, das geht jetzt wirklich nicht. Ja, das geht dann definitiv zu weit. Da gibt es diesen YouTube-Kanal, er heißt Nerdkultur, der hat nur zum Thema Anti-Kriegsfilm und Dunkirk ein 8-Minuten-Video gemacht. Ich glaube, ich habe es nicht verstanden. Das geht dann in Kürze. Ich habe es nicht ganz verstanden. Wie hieß der Kanal? Nerdkultur. Ah, der war das. Alles klar, ich habe es aufgeschrieben. Da geht es wirklich nur um das Thema Anti-Kriegsfilm. Ja. So viel kann man aber dazu sagen, es gibt in der Filmwissenschaft, ist ja dieser Begriff alleine schon umstritten. Ist es natürlich, auch. Wir hatten ja schon mit in dem Full Metal Jacket Ansatz hatten wir diese Diskussion schon. Wir hatten in und so weiter. Selbst wir brauchen das jetzt. Selbst bei James Ryan, es ist halt immer die Frage, welchen Zeitpunkt ist es glorifizierend oder eher wird es als, nicht positiv, aber es wird eher als, wir haben was geschafft durch den Krieg dargestellt, oder ist es wirklich so, man zeigt einfach nur so, wie es ist, und so kommt es halt bei Nolan rüber. Ja, aber hier es gibt noch eine Ebene dazu, die ihr jetzt gerade vergesst, und zwar natürlich, das ist das Offensichtliche, aber das Unoffensichtliche ist, selbst wenn ein Film nur schockiert, also wenn er nicht es hergibt, irgendwie glorifizierend zu sein, er ist trotzdem aufregend. Ja. Er ist trotzdem spannend, er ist trotzdem toll inszeniert. Ja. Du ergötzt dich quasi an dieser Action. Also du ergötzt dich nicht an dem Patriotismus oder an irgendeiner Message, sondern du bist unterhalten. Und in dem Moment ist es, obwohl es vielleicht ein Antikriegsfilm sein soll oder auch ist, trotzdem auch unterhaltend. Und das ist die Frage, ob es das sein darf. Und das ist eine lange, lange Diskussion in der Filmwissenschaft. Wie gesagt, ich versuche es ein bisschen im Video runterzubrechen, ein bisschen auseinander zu differenzieren. Mhm. Weil es gibt durchaus natürlich Antikriegsfilme, nur die meisten davon zeigen keine kriegerischen Handlungen. Nur deswegen funktionieren sie als reine Antikriegsfilme. Ja, aber die These, und das ist immer die Frage, ob man es mit kriegerischer Handlung auch hinkriegt, einen Antikriegsfilm zu machen. Und ich habe zumindest dann die These aufgestellt, dass Dunkirk meiner Meinung nach eine neue Art des Antikriegsfilms ist. Also der durchaus kriegerische Handlung zeigt, nicht so glorifizierend ist wie andere, ist auf eine andere Art und Weise trotzdem schafft, spannend zu sein, aber eher anstrengend zu sein, im Sinne von, er setzt sich unter Stress. Also man fiebert mit, man fiebert halt mit. Ja, du kannst ja die Diskussion aufmachen an der Stelle. Wir lassen uns jetzt echt voll reinziehen in diese, in die. Das ist aber das Interessante. Aber das ist auch ganz wunderbar. Also bevor wir dann wieder zurückkommen, aber wir hatten ja schon so rund um die Meinung, so rund um die Entstehung von zum Beispiel von Coppolas Apocalypse Now die Diskussion, dass ein dass du keinen Kriegsfilm machen kannst, ohne dass dieser gleichzeitig in gewisser Weise ein Antikriegsfilm ist. Alleine über den schockierenden Teil, also so wie es Spielberg gemacht hat, mit 20 Minuten totalem Schock und dann die emotionale Ebene voll reinzuziehen und alles sozusagen aus dieser schockierenden Ebene wieder rauszuziehen. Und ähnlich funktioniert es ja auch in Dunkirk. Diese ganze Trostlosigkeit, die in den ersten 20 Minuten. Guck dir den Strand an, da war doch keine Stimmung. Ne, diese ganze Trostlosigkeit und so, ja. und die
Und auch die Tatsache, dass gar nicht viel gesprochen wird. Wir wissen ja dann immer erst später, warum gerade Dialoge an der Zeit gar nicht wirklich stattfinden. Es ist ja ein ähnliches Mittel, nur mit deutlich weniger Filmblut und noch weniger Explosionen. Aber das funktioniert ja genauso gut. Ich meine, der Punkt ist eben nicht nur die Explosion und Blut und der Punkt ist die Handlung. Also nicht die Handlung im Sinne von der Geschichte, sondern die Handlung im Sinne von, was machen die Leute. Ja. In Dunkirk müssen alle Soldaten diesen Krieg ertragen. Sie können fast nichts tun. Der Einzige, der was tun kann, ist Tom Hardy. Und er muss dauernd ertragen, dass er zu wenig Sprit hat. Ja. Also man muss abwägen, was er tut. Er kann auch nicht alles tun, was er gerne möchte. Leute ertragen den Krieg und können aber selber nicht aktiv irgendwas dagegen tun. Genau. Und das ist der Unterschied, der große Unterschied zu allen anderen Kriegsfilmen, die kriegerische Handlung zeigen. Normalerweise kämpfen die Soldaten ja dagegen an. Soldat kämpft gegen Soldat. Aber hier ist es so, dass eben die einen Soldaten, die Briten und auch die Franzosen, eben sehr viel ertragen müssen von einem gesichtslosen Feind. Das finde ich auch sehr besonders in Dunkirk, dass die deutsche Wehrmacht eben nicht gezeigt wird. Und zwar nicht, um sie besonders böse, also man könnte sie ja abmystifizieren, darzustellen oder irgendwie besonders unpolitisch zu sein, sondern ich habe es so genannt, nicht die Soldaten sind der Feind, sondern der Krieg ist der Feind in Dunkirk. Absolut. Der Krieg ist eine Urgewalt, sowas wie eine Katastrophe. Dunkirk ist im weitesten Sinne ein Katastrophenfilm, weil der Gegner eine kaum zu bezwingende Urgewalt ist, die man nur minimal kontrollieren kann. Und man muss es halt einfach ertragen, um zu überleben. Und das nimmt halt diesen Moment, den eben Soldat von Zweien hat, raus, dass ja die Protagonisten was tun können. Selbst Omaha Beach, du fieberst mit Tom Hanks mit, wie er über den Strand hechelt und wie er versucht, diese Bunker auszunehmen. Und das hast du ja in Dunkirk gar nicht. Du hast nur die Flucht oder das Aushalten und Verharren. Ja. Dass er in wirklich vielen Szenen wirklich nochmal auf den Punkt gebracht wird. Also ich sage nur diese Schiffsszene, wo die Leute einfach nicht vom Fleck kommen. Ja, aber das im Prinzip geht's ja bis zum Schluss genau darum, von allen Seiten einfach von Katastrophe, also von drei Seiten im Grunde von Katastrophe. Der Flyer ganz am Anfang sagt doch schon alles, ne? Ja. Dieser Flyer, der da vom Himmel flog. Und du bist auf der einen Seite vom Feind eingeschlossen, auf der anderen Seite vom Meer. Dazu kommen noch, und das ist ja, da kann man nicht viel spoilern, da wird dann auch aus der Luft, dann sind wir bei diesen drei Ebenen, die ja auch zeitlich nochmal abgegrenzt werden. Und alle sind getrieben, ohne sich tatsächlich von der Stelle bewegen zu können. Das heißt also, das, was mich treibt, rückt einfach die ganze Zeit näher. Und das macht viel von der Stimmung im ganzen Film aus. Und das ist einfach, ist großartig, vor allem über die gesamte Strecke. Und wir müssen in dem Zusammenhang, weil wir es ja eben damit eingeleitet haben, auch bei Baby Driver natürlich auch über die Musik sprechen. Überhaupt über den gesamten Soundtrack. Hans Zimmer halt, ne? Ja. Ist natürlich mit dem Ticken und es passt einfach. Ja. Er macht das genial. Ja, ist einfach. Ja, ich habe auch ein sehr geiles Video auf YouTube gesehen. Auch das hätte ich nie selber kommen können, weil ich von Musik wirklich hätte ja gar keine Ahnung habe. Über den sogenannten Shepard Tone. Der Shepard Tone ist eine Idee, wie soll ich sagen, drei unterschiedliche Tonhöhen werden übereinander gelegt und dadurch klingt es so, als würde ein Ton permanent ansteigen. Das kann er aber nicht und tut er natürlich nicht. Er ist in Wirklichkeit die ganze Zeit gleich. Mhm. Aber umso länger du ihn hörst, umso eher hast du das Gefühl, es steigt an. Ja. Also so wie du das Gefühl hast, das Ticken der Uhr wird schneller, ist es aber gar nicht. Nee. Also das ist natürlich die ganze Zeit gleich, weil sie einfach nur ein Ticken von der Uhr aufgenommen haben. Ja. Und sie machen es auch nicht künstlich schneller. Das ist dieser Shepard-Tone-Effekt. Schön ist der Zeitpunkt in dem Moment, wo das Ticken aufhört. Ja, stimmt. Großartig. Aber das können wir ja nicht spoilern. Nein, das nein. Ich sage ja nur, dass es ihn gibt. Nicht. Ja. Ja. Und aber eins möchte ich noch zu diesem Shepard-Tone sagen, wo ihr ihn erleben könnt, zum Beispiel, ist Super Mario 64. und zwar, wenn Mario diese Treppen hochsteigt, die unendlich lange scheint, steigt der Ton auch so an. Und das ist aber nur dieser Shepard-Tone, der abgespielt wird. Das fühlt sich nur an, als würde er steigen und würde nie aufhören, so wie die Treppe. Ja, großartig. Sehr schönes Video, schaut euch das an. Auf jeden Fall. Das heißt, das ist bei Vox.com, bei deren YouTube-Kanal zu finden. Das ist ganz neu, quasi mit Kinostart gekommen. Ja. Dunkirk und Vox, V-O-X, und dann findet ihr es schon. Vielleicht kann der Chat mal kurz den Link dazu raussuchen, damit wir das später verlinken können in den Shownotes.
Okay. Ja, also ich auch da gilt natürlich. Also wir sind uns alle drei einig, ne? Wir sind uns einig, Dunkirk ist auf jeden Fall auch ein großartiger Film. Ja, da gibt es also zumindest, also selbst wenn man am Ende, er hat ja durchaus Probleme, die Figuren, für die Figuren Gefühle zu, also ich sag nicht, dass er nicht für die Figuren Gefühle entwickeln kann, aber die Figuren entwickeln sich ja nicht mit dem Zuschauer wirklich mit. Also es ist nicht so, du hast jetzt eine Identifikationsfigur, mit der du eine Odyssee durchmachst, du hast drei verschiedene mit drei kleinen Odysseen, in Anführungsstrichen. Das ist nicht das Gleiche wie in den meisten anderen Filmen. Ja. Aber Das mag ihm durchaus dann, das kann man ihm anlassen, aber er hat ja diesen leicht dokumentarischen Charakter, deswegen braucht er das auch nicht. Ganz genau. Ich würde ihn nicht uneingeschränkt empfehlen, ich würde nicht sagen, das ist der perfekte Film. Nein, es ist nicht für jeden was. Genau, aber der Film ist ein Erlebnis. Ja, das absolut. Das ist auf jeden Fall. Ja. Den muss man, das kann man nicht anders sagen, den muss man einfach im Kino gesehen haben. Ja. Also Bild und Ton zusammen von diesem Film. Also ich würde sogar sagen, die meisten Leute, die behaupten, der Film ist nicht gut, die haben den nicht im Kino gesehen, die haben ihn auf dem Laptop gestreamt, egal was sie mir erzählen. Ja. Sie musst du im Kino miterleben. Der Film ist halt ein Erlebnis für all deine Sinne. Ja, und ich bin halt sogar der Tasten, weil der Bass weil der Bass dich die ganze Zeit streichelt. Es ist ja auch einfach, wenn man Cillian Murphy gerne sieht, wenn man Tom Hardy gerne sieht. Ja, den sieht man ja nur die Augen. Ja, aber er ist ja schon sehr präsent. Ne? Er hat ja schon und er hört sich an wie Bane, möchte ich ja genau, weil er die ganze Zeit in seine Maske spricht. Wenn man Kenneth Branagh gerne sieht und so weiter, dann ist man auf jeden Fall, ist man da ja immer richtig. Ne? So, da ist das geht schon. Und ich habe eine schöne Überleitung eigentlichen Hauptthema, das ja nur eine Stunde gedauert hat. Ja, machen wir sofort. Dann will ich eben noch zwei Punkte sagen. Die liebe Selenaya hat uns im Chat geschrieben, es geht da halt um drei Töne, die jeweils eine Oktave übereinander liegen. Ja. Für alle unsere Musikfreunde. Und sie hat sofort nochmal das Video verlinkt. Ich freue mich sehr. Das werden wir uns natürlich auch zu Gemüte führen. Und wir werden es auch nochmal dann vielleicht in die Shownotes packen. Ne? Dann haben wir das Video. Absolut. Wir verlinken das. Und vielen Dank an den Chat, das läuft wie geschmiert bei uns. So, dann jetzt Henrik, bitte. Wir können uns an der Stelle wirklich gut darüber unterhalten, wie es mit Popstars in Serien und Filmen funktioniert. Aha. Darüber können wir, glaube ich, hervorragend. Sie nannten ihn Ed. Ja. Darüber kann man, glaube ich, hervorragend überleiten. Denn wir haben in Dunkirk ja Harry Styles gesehen. Ich habe im Kino erlebt, dass das ganze Gruppen von Mädels nach dem Film stehen geblieben sind, nur um den Namen nochmal im Abspann zu lesen. Ich verstehe es nicht, obwohl ich glaube, dass er seine Sache eigentlich ganz gut gemacht hat, so wie ich finde. Also ich kann das als jemand beurteilen, der ihn natürlich niemals erkannt hätte. Ich habe das sogar ausgeblendet. Ich hatte es bestimmt irgendwo gelesen, dass Harry Styles mitspielt, aber ich habe sofort also wieder vergessen. Also es war gut. Es ist kein Platz kann man nicht, also für Festplatte für so eine dumme Information. Klärt mich mal eben auf. Der Alex ist ein ziemlich bekannter. Wie heißt die blöde One Band? Direction. Das war One Direction. Ah. Der Schönling von One Direction. Das ist der, nicht der den Alex gespielt hat. Ich wüsste nicht, wie One Direction aussieht. Ich habe den Film nicht. Hat sich ja ist auch ein Musiker ist und ganz ehrlich, er hat seine Rolle sehr solide gespielt. Absolut. Ich hätte nicht gesehen, dass man die hätte besser machen können. Ja. Also für mich war das so auf dem Punkt, so wie es sein soll. Und also er hat ja eigentlich als Schauspieler da gearbeitet. Der große Unterschied zu Ed Sheeran in Game of Thrones ist halt, Ed Sheeran hatte wirklich ein Cameo. Ja. Der saß da rum als Statist und war Ed Sheeran, also vom Look her. Natürlich. Das kann man ihm anlasten. Ja, er war nicht mal ein bisschen verkleidet. Ja. Er saß einfach da und war Ed Sheeran und singt auch noch. Ja, aber Styles war halt eine Rolle. Der jetzt hat halt wirklich eine andere Rolle, einen anderen Menschen gespielt. Du, ich habe versucht, einfach eine möglichst entspannte Überleitung hinzubekommen. Das war kein Vorwurf an dich. Ich dachte, es hätte besser funktioniert, aber meine Radiofähigkeiten scheinen gelitten zu haben. Ed Sheeran hat mich auch überhaupt nicht in der Folge wirklich gestört. Hätte ich es nicht gewusst, dass er mitspielt und so. Ich hätte gar nicht gewusst, wie er aussieht, obwohl ich natürlich noch. Ich kenne nur seine Musik halt wie aus aus dem Hobbit und so, aber ich hätte jetzt ihn nicht unbedingt erkannt, weil ich nicht wusste, wie er aussieht. Aber ich wusste es natürlich, daher wusste ich, guck mal, da ist Ed Sheeran.
Aber er singt halt nur und er hat ja sonst keine, er redet ja sonst nicht in den Ich habe den einen oder anderen Diskussionspodcast zu dem Thema gehört. Ich verstehe diese Aufregung nicht. Ne? Da wird ein bisschen für den einen oder anderen Fanservice gestaltet. Diese Szene hat bis auf die Position auch eigentlich ja gar nicht viel mit dem Fortkommen der speziellen Geschichte zu tun. Also, so what? Ne? Genau, es wurde ja nur aber das ist ja der Punkt. Das muss man jetzt so sagen. Das ist ja der Punkt. Also, mich stört es nicht. Ich bin jemand gewesen, der Harry's Achievement, meine ich, schon mal gesehen hat und direkt wieder vergessen hat, wer er ist und wie er aussieht. Also, ja, der Hobbit war mir, vom Hobbit her kannte ich ihn und das war's. Natürlich einer der größten Popstars unserer Zeit anscheinend. Scheinbar, ja. Ja, Songwriter geschenkt. So, David Guetta wäre da. Also, es gibt ja den einen Faktor, viele Leute erkennen ihn. Und er spielt ja im Prinzip sich selbst. Also es ist nicht so, dass er da irgendwie, dass sie sich Mühe gemacht hätten, den zu verkleiden. Ja. Und das ist natürlich nicht gut für das, was man in Videospielen so schön Immersion nennt. Das reißt einen ein bisschen aus der Welt raus. Die anderen Rockstars und so, die bisher in Game of Thrones mitgespielt haben, die waren halt nicht zu erkennen, zumindest nicht auf den ersten Blick. Und die waren nicht so bekannt, dass sie alle erkannt hätten. Und bei Tyrion, so gefühlt, jeder Dritte oder jeder Zweite hat ihn halt erkannt. Und das ist nicht gut. Das reißt einen aus der Immersion raus. Das ist in dem Moment keine gute Entscheidung. Und dann hat die Szene, nämlich genau das, was du gesagt hast, dieses Beigeschmäckle, dass da sowieso nichts passiert. Das heißt, sie hat den Beigeschmack, dass sie nur für ihn ist. Ich glaube das nicht. Ich auch nicht. Sie verlautbaren was anderes. Ich glaube es auch nicht, weil ich glaube, die Szene war sehr, sehr wichtig, um Arya als nicht nur eiskalte Killerin zu zeigen, sondern als jemand, der durchaus für den immer noch nicht nur Feind, also Feind automatisch gleich Feind ist. Es gibt eben die Menschen, die unter dem Krieg leiden und das ist also die in ihm kämpfen, aber nicht aus Überzeugung. Und das ist etwas, was man nach diesem Mord an den Freys, finde ich, wirklich zeigen musste, damit Arya nicht nur eine eiskalte Killerin ist, sondern sie ist Arya Stark. Und wenn ich das als Produktionsfirma noch mit ein bisschen Fanservice für Maisie Williams verbinden kann, dann sei es ehrlich geschenkt. Und korrigiert mich, wenn ich falsch liege, vor ein paar Staffeln oder so gab es doch schon mal so eine Szene mit ihr, da hat sie doch alle umgebracht. Und das war, glaube ich, jetzt so ein bisschen der Spiegel dazu, dass sie diesmal nicht am dort dann halt die Leute umbringt, sondern halt... Das war in der dritten Staffel, ja. In der dritten Staffel nach der Red Wedding hat sie eben die Frey-Soldaten umgebracht, die sich auch auf Stark lustig gemacht haben. Das heißt, da hat sich zwischen den beiden Arias hat sich halt sehr viel getan. Jetzt waren es halt Lannisters, aber auch Feinde. Natürlich haben die Frey-Soldaten auch was dafür getan. Ja. Aber und die Lannisters eben nicht, aber das ist ja auch der Punkt. Feind ist eben nicht gleich automatisch Feind. Absolut. Und das weiß zwar Arya bestimmt, wusste es auch so, aber das nochmal zu fühlen und zu erleben und auch mal Freude zu haben. Also die hat ja lange Zeit keinen Grund zum Grinsen gehabt. Und also auch, ich zähle jetzt die sechste Staffel mit rein. Ja. Und das war ein Relief, finde ich, für ihre Figur. Und wie gesagt, Ed Sheeran hätte man einfach nur besser verkleiden müssen. Ganz ehrlich, das war alles. Weil er hat ja auch schön gesungen. In dem Fall ist es sogar ein Mehrwert, dass es schön gesungen wurde. Ja. Und das geht nämlich durchaus sehr gut. Das muss man in der Serie mal lassen. Ja. Diese Lieder kenne ich ja aus den Büchern. Aber du kennst halt nur den Text und dann kannst du dir im Kopf irgendeine Scheiße zusammen. Also bei mir klangen die Lieder nie gut in meinem Kopf. Ja. Dann klangen die alle doof. Und die Texte waren interessant und zweideutig, aber das Lied ist bei mir nicht wirklich angekommen. Und was die eben in der Serie draus machen, also die Melodien dazu auch, gerade bei Reigns of Castamere und eben auch sogar dieser Song, finde ich großartig. Ja. Weil das so kommt das halt, es kommt bei mir an, dass das ein Lied ist, das Leute gerne singen. Das muss man ja erstmal machen. Und ein Mehrwert für die Buchleser, ne? Also jetzt können wir direkt mal Tacheles reden. Ich habe keine Bücher gelesen, sorry. Ja, ich gehöre auch. Ich bin mit der Serie, nur mit der Serie groß geworden. Ja. Ich fand es bemerkenswert, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich in den ganzen Jahren bis zu diesem Zeitpunkt nie gespoilert worden bin, irgendwo im Netz, dass Jon stirbt. Das bin ich immer drum herum gekommen. Das habe ich nie vorher gewusst. Also das ist echt schon bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass es die Bücher schon so viel länger gab. Ne? Also ich wusste es bis ein paar Folgen davor, wo ich es dann irgendwie mal aufgeschnappt habe, aber in den ganzen Staffeln davor wurde nie schon, oder in der ersten Staffel, oh ja, der Jon, der wird irgendwann mal umgebracht. Oder. Nix. Also das fand ich bemerkenswert, dass das so spoilerfrei von sich ging. Und wegen gerade Ed Sheeran. Wäre es denn besser gewesen bei der Red Wedding, hätte David Guetta aufgelegt oder so? Das wäre. da hätten sich doch noch mehr aufgeregt. Oder? Nein, ich glaube, dass es durchaus nachvollziehbar ist, dass, und auch was Marco sagt, dass ein
das ein bisschen aus der Geschichte rausholt. Ist aber durchaus, wenn man einigermaßen, sagen wir mal, entspannten Geistes an diese Geschichte rangeht, ja durchaus problemfrei irgendwie, ne, okay, ja, haben wir mitgekriegt. Sei es drum, fertig. So. Aber wollen wir vielleicht generell mal über den Start, jetzt über die ersten drei Folgen von Staffel 7 sprechen, was wir denn bisher von diesen Folgen gehalten haben. Gerade auch vielleicht vom Pacing, vom Tempo her, ob uns das gefallen hat. Mich hat zum Beispiel überrascht, dass jetzt in der aktuellen Folge Bran auf einmal schon im Winterfell war. Irgendwie habe ich eher mit... Wollen wir wirklich die... Ich habe eher mit Arya gerechnet. Dass Arya eher da ist? Ja. Also machst du die Zeitdiskussion auf oder die Geschichtsdiskussion? Ja, schon. Über diese Zeitdiskussion, das würde ich gerne... Also da könnt ihr gerne drüber diskutieren. Ich bin da raus. Was meinst du mit Zeitdiskussion? Ja, diese ewige Diskussion darüber, dass sie sich in der dass sie sich in der Serie nun definitiv einen Scheiß inzwischen Zeit auch offiziell darum kümmern, wie die Zeitabläufe, wie schnell die von A nach B kommen, weil keine Zeit haben. Es geht nicht. Ne? Du kriegst das vermutlich würde man das hinbekommen, würde dann aber tatsächlich noch mal 4 Staffeln dauern und es reißt Löcher in den einen oder anderen Teil. Ist mir aber echt wurscht, ehrlich zu sein. Es dient der Geschichte in dem Moment, deswegen ist es mir auch wurscht. Ja. Es ist auch affig, weil schon die erste Staffel hat große Zeitsprünge. Ich glaube, nur hat es keiner gemerkt. Also, die reisen eigentlich wochenlang, fast monatelang auf dieser King's Road, bis die bei King's Landing sind. Hattest du das Gefühl von der zweiten zur dritten Folge, dass da größere Zeit vergangen ist? Nein, natürlich nicht. Das ist halt Quatsch. Ja. Und sich da dann drüber aufzuregen, es geht ja um die Geschichte und nicht darum, wie viel Zeit in dieser Geschichte zwischen den einzelnen Stationen ist. Absolut. Bran, also muss ja, Arya ist ja in der zweiten Folge umgedreht und Bran halt in der ersten schon, also Richtung Winterfell. Deswegen ist es auch okay für mich, dass Bran zuerst eintrifft. Aber es hilft der Geschichte nicht. Ich konnte mich an, vielleicht dann war es mein Fehler, ich habe mich gar nicht daran erinnern können, dass er war ja bei der Wall und ich habe gar nicht so richtig gecheckt, dass er dann schon los Richtung Winterfell ist. Deswegen war ich wahrscheinlich... Das war ja auch der Trick, wir wussten es nicht. Wir dachten, genau. Es wird nicht... Auf einmal ist dann Winterfell. Genau, und deswegen war ich halt so überrascht, weil ich in dem Moment dachte, oh, da kommt wer. Ja. Oh, das wird ja jetzt Arya sein. Und Bran. Ja. Das meine ich halt. Also die Zeit... Themen meinte ich da. Ich finde, es ist völlig Quatsch, die Diskussion und sich permanent darüber aufzuregen. Wir müssen in der Zwischenzeit verstanden haben, dass wir die Zeit nicht haben und dann fertig. Ich fand eher jetzt in der dritten Folge war sogar so eine Meta-Anspielung darauf, weil ich irgendwie Daenerys oder so oder Tyrion, ich glaube Tyrion, auf dem Weg dann hoch, irgendwie zu ihm sagt, hast ja einen langen Weg auf dich genommen. Sowas, so nach dem Motto, was für uns ja als Zuschauer überhaupt, als wäre er nur eben rüber ins Nachbarhaus gegangen. 7 Tage gedauert. Ja, genau. Also das fand ich so ein bisschen, das war halt diese Anspielung vielleicht so ein bisschen in die Richtung. Ja, wir wissen, hey, das passt halt nicht, aber ist doch Pups. Sehe ich genauso. Also, das ist wirklich Pups. Also wenn sich über sowas aufregt, ganz ehrlich. Es geht auch nicht nur darum, dass man keine Zeit hat. Ne? Also man muss es ja nicht strecken, die Geschichte, die sich ja erzählen. Diese großen Zeitsprünge, zum Beispiel für die dritte Folge gegen Ende, die sind ja absolut notwendig, damit dieses Pacing funktioniert, damit dieses, aha, wir haben heißmäßig irgendwas geplant, jetzt gucken wir, was passiert und dann passiert aber was komplett anderes, aber das hat ja Auswirkungen auf was anderes. Deswegen ist da das Pacing ja komplett wichtig, dieser Umschnitt, dieses Kapieren in Castle Rock ist nicht das passiert, was hätte passieren sollen und da musst du sofort umschneiden auf Highgarden. Ja. Und Highgarden ist ja auch schon eine Woche weg von King's Landing. Also wir wissen auch deswegen eine Woche, weil Cersei in der Folge ja auch noch sagt, es dauert zwei Wochen, soll er warten, dann kriegt er seine Kohle. Das heißt, eine Woche bis Highgarden, eine Woche zurück und dann kriegt er sein Geld. Ja. Das ist ja notwendig einfach für diese Geschichte. Und also ganz ehrlich, ich sag mal so, und das klingt jetzt fies, ne? Aber wer sich über sowas aufregt, ist es auch kein Wunder, dass er keine Drehbücher schreibt. Zum Glück. So einfach ist es. Ja. Absolut. Sehe ich genauso. Also ich finde es halt ganz spannend. Ich gucke momentan parallel nochmal die erste Staffel wieder von Anfang an mit meiner Frau zusammen, weil wir zum Teil einfach mal ein bisschen Auffrischung brauchen. Und es gab halt so lustige Parallelen wie Ned Stark packt Littlefinger an den Hals und würgt ihn. Und ich glaube, ein paar Stunden oder ein paar Tage später haben wir dann die Folge der siebten Staffel gesehen. Was passiert da? Jon Snow schnappt sich Littlefinger und packt ihn an den Hals und würgt ihn.
Also du siehst, gerade wenn du jetzt nochmal gerade die erste Staffel siehst, wie viele interessante Parallelen es gibt oder Anspielungen, die jetzt in der siebten Staffel wieder auftauchen. Es ist auch in der ersten Staffel, dass Bronn zu Tyrion sagt, give me 10 good men and I'm pregnant, bitch. Er meint die Eerie in der ersten Staffel. Mhm. Genau, das wird jetzt auch nochmal wiederholt. Es sind so viele Rückbezüge. Es ist auch so toll, also Game of Thrones gehört auch wirklich zu den Serien, wo es sich wirklich lohnt, Reruns zu machen, und vor allem mehrere. Es lohnt sich dann irgendwie. Es hat einen Mehrwert. Es ist nicht nur, ich schaue es nochmal, sondern, ach, guck mal, das habe ich vorher nicht gesehen. Ja, und wenn man so generell die Charakterentwicklungen oder die Charaktere sich anschaut von der ersten Staffel, ich hebe jetzt mal gerade mal die großen Hauptfiguren hervor. Es gab natürlich während der ganzen Staffeln auch Verluste von, ich sag mal, etwas kleineren Rollen, aber gerade jetzt eine Cersei, ein Jon, wie die sich weiterentwickelt haben, gerade Cersei, wenn man sie in der ersten Staffel noch so ein bisschen als liebe, blonde Königin sieht und wie die sich doch, in was für eine Richtung die sich entwickelt hat. Aber vielleicht sogar fast schon, weil sie natürlich auch ein paar Jahre jünger war, noch ein bisschen heißer, dann sagen wir es vielleicht so. Also die war ja schon, oder generell, ich fand sie halt auch schon in Terminator SCC super. Ich mag sie halt einfach und wie sie jetzt mittlerweile so richtig wirklich Badass geworden ist, natürlich durch die ganzen Schicksalsschläge und hat halt alles verloren, hat die Tochter verloren, rächt sich dann jetzt in der Folge auch wieder dafür. Was ich fand, ich habe mir die ganze Zeit überlegt, was macht sie? Haut sie wieder den Mountain Gregor auf sie drauf oder lässt sie vergewaltigen oder die Tochter vor den Augen von Cersei? Also hätte es ja viele Varianten gegeben. Das stimmt, und ich hätte mir ja wirklich gedacht, typisch Game of Thrones, war es ja am Ende auch, es wird ja wieder so zirkelschlussmäßig, wird ihnen irgendwas passieren, was Cersei auch passiert ist. Also dass Ilaria zum Beispiel am Leben bleibt und die Tochter stirbt, habe ich mir schon gedacht. Ja. Aber das ist über den Kuss passiert, wo ich mir dachte, das wissen die nicht, oder wenn, dann können sie es nicht nachstellen, weil sie das Gift nicht kennen. Ja, ja. Das sieht man dann einfach nicht als Möglichkeit, obwohl ja dieser Zirkelschluss ja genau das gebietet. Er sagt ja, die muss durch einen Kuss, muss die Tochter sterben. Aber du denkst, nee, das wird ja nicht passieren. Und es passiert dann doch. Und das ist auch ein emotionaler Moment. Und das ist auch das Großartige an der Serie. Ja. Obwohl Ilaria Sand sehr viel, sehr böse Sachen gemacht hat. Und wenn es jemand in Anführungsstrichen verdient hat, dann nur die Dorne Martell und Tristan umgebracht hat und Marcilla. Ja. Aber man hat trotzdem Mitleid mit ihr. Ja. Und auch mit ihrer Tochter. Diese ganze Strafe ist ja unfassbar. Also was sich da Cersei ausgedacht, wie perfide das ist. Und gleichzeitig trotzdem in dieser Gerechtigkeitsblase, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Also ich sage jetzt nicht, dass das moralisch gerecht ist, aber es ist ja in der einen oder anderen Rechtsprechung immer noch gerecht, Auge um Auge. Ich sag nur Todesstrafe, ist ja genau das. Ja, absolut. Hast du schon Kinder, Marco? Nein. Glaub mir, wenn du später irgendwann mal Kinder haben solltest, dann ist das Ganze noch viel intensiver. Das ist bei, das glaub ich so, bei Arrival war das ganz, ganz schlimm. Und jetzt auch hier bei der Szene, man denkt sich sofort so ein bisschen nur minimal da rein. Und es ist echt ein ganz mieses Gefühl. Und deswegen war das auch fast schon schlimmer als hier zum Beispiel wie Oberyn Martell zum Beispiel das Leben verloren hat. Also das war zwar gorig und hart, aber von der Psyche her war das jetzt im Grunde sogar härter, ne? Zu sehen, wie das eigene Kind dann stirbt und wie sie sogar sagt, bis es dann verrottet und keine Ahnung. Also das ist schon eine harte Nummer. Und mal gucken, wie weit wir da überhaupt noch was jetzt von denen sehen. Ob da irgendwie, ja, wir sehen gar nichts mehr von denen. Meinst das du gar nicht? Das kann man sagen. Die Schauspielerinnen haben bestätigt, dass sie aus der Serie raus sind. Ah, okay. Dann lässt man es. Ist ja auch ein perfektes Ende für die Rollen. Ja. Ich persönlich glaube ja, wenn, sagen wir mal, in Staffel 8 sich alles zum Guten wenden sollte und King's Landing eingenommen wird, was weiß ich alles, dann holt man vielleicht Ilaria aus dem Keller raus und hat nochmal ein Cameo mit der Frau, mit der Darstellerin, die an Rome schon die weibliche Hauptrolle hatte, aber mehr nicht. Und selbst das wird vielleicht gar nicht passieren. Also diesen Haus, definitiv. Okay, ja. Ist ja auch ein perfektes Ende. Wäre ja doof, da nochmal das aufzugreifen. Du machst das Ende damit ein bisschen kaputt. Ja. Oder halt auch die Entwicklung von Jaime, wenn wir da auch mal zurückgehen. Gerade in der ersten Staffel. Da hat sich ja besonders viel getan. Prince Charming. Also, keine Sympathie mehr hat, ja. Ja, er sah so Prince Charming aus und der hat sich auch. Genau, er hatte am Anfang überhaupt keine Sympathie, natürlich, wegen dem, was er dort halt mit Bran gemacht hat. Sogar die denkbar schlechteste Sympathie, die du gegenbringen kannst. Also, er hat ein Kind aus dem Fenster geschubst. Also, richtig. Versuch mal den Typen, der in der ersten Folge einer Serie das Kind aus dem Fenster schubst, macht dem mal so einen der beliebtesten Charaktere und noch am moralisch, noch am überlegensten im Vergleich zu den meisten anderen.
Ja. Ausgerechnet den Typen. Ich glaube, das hat sich das hat sich dann doch gedreht, gerade mit den ganzen Szenen zusammen mit Herrn Schweighöfer, ne? Also mit der, jetzt helft mir mal, wie heißt die gute Dame, die auch bei Star Wars spielt? Herr Schweighöfer, Brienne of Tarth. Ja, sorry, die sieht so oft so wie Schweighöfer aus. Also, ich habe auch neulich dieses Gift gesehen, habe es erst nicht gemerkt. Ich habe nicht gemerkt, dass es zweimal, es ist einfach, das ist halt scheiße, wie es Schweighöfer. Ja. Ja. Und Brienne, genau. Und gerade in den Szenen, wo er dann auch seinen Arm verloren hat und man hatte schon Mitleid mit ihm und er wurde dann ja doch schon... Es wirkte dann so, als würde er langsam den guten Pfad wieder einschlagen. Auch jetzt in der letzten Folge, dass er dann halt da bestanden hat, nur in Anführungsstrichen das Gift zu verwenden, also noch einen humanen Tod, einen Humanmord hervorzurufen, zeigte eigentlich immer das Positive. Wobei er immer noch extrem halt an Cersei hängt und vielleicht jetzt sogar das die Aktion, oder dass er jetzt endlich weiß, wer Joffrey umgebracht hat, ist natürlich so ein Punkt. Das wird er ja mit Sicherheit dann auch weitergeben und das wird natürlich theoretisch für Tyrion auch wieder was bedeuten, wenn die sich mal wiedersehen. Und wobei, ich glaube, an Tyrions Stelle würde ich nicht nochmal die Seite wechseln, aber es ist halt fair. Nee, also, das ist nicht gemein. Nee, ne? Aber er und Jamie sind ja die zwei, die sich noch verstehen. Richtig, er hat ihn ja auch gehen lassen, ne? Meine ich, welche Sorge. Da kann man durchaus an Vernunft appellieren und da wird es dann interessant, wenn Cersei es trotzdem anders sieht. Ja. Also, wenn man jetzt nochmal nach dem Buch geht, ist hier jeder Beweis, dass Tyrion es sein könnte, völlig egal, weil in ihrem Wahn kriegt Tyrion immer noch durch die Red Keep in den geheimen Gängen und wartet darauf, sie zu erdolchen. Also, ja. Sie ist wirklich paranoid, wenn es um Tyrion geht, also auch nicht mehr vernünftig oder logisch, sondern paranoid, krankhaft paranoid. Und das ist ja der Punkt, wo sich dann zwischen Jamie und Cersei, wo das Band dann durchschnitten werden könnte. Und wie es dann eine Serie ist, wird man sehen. Ich fand es aber sehr interessant, dass Jamie sich Olenna gegenüber erklärt hat und auch gesagt hat, dass er halt sieht natürlich, dass Cersei gerade verrückte Sachen macht, eben auch die Scepter und so. Das war ja ihm ja auch schockiert am Ende der sechsten Staffel. Aber er sieht, dass sobald der Frieden da ist, zumindest hofft er es, dass dann Cersei keinen Grund mehr hat, so zu handeln, wie sie handelt. Und dann Friede einkehrt und alles wieder gut wird. Glaubt er. Das ist das, was ihn jetzt vorantreibt gerade. Die Frage ist, ob er den Punkt erreichen wird, und daran glaube ich ganz fest, wo er das nicht mehr so sieht. Und er hat sich ja fast gegen den Beischlaf gewehrt. Fast. Da hat man die ganze Zeit so gehofft, komm, lass sie weg. Ja. Und dann solange du die Perücke trägst. Und ihr ist es ja mittlerweile komplett egal, auch wenn dann die Zofen und Markt oder wer auch immer reinkommt, er bleibt im Bett liegen. Und Die wäre ja übrigens auch. Ja, aber nicht wegen ihm, sondern wegen ihr. Ja, genau. Ja, natürlich. Er wollte es ja nicht. Sie macht einen auf King Robert und denkt, scheiß doch drauf, das wissen ihr alle. Ja. Aber wie offen das Geheimnis ist, sieht man ja dann an den, ich fand die Szene toll, ich weiß, viele kritisieren ihn und sehen ihn noch nicht so als extrem böse. Ich liebe Euron Greyjoy. Ja, ne? Wirklich. Ich finde das auch genial. Einer der größten Gewinne in der siebten Staffel. Da kann man nicht anders sagen, was er will. Ja. Das kann cheesy sein, vorhersehbar, ist mir alles scheißegal. Mr. Rock'n'Roll. Ich lausche jedem Wort, das bei Pilo Asbeck aus dem Mund kommt. Ich finde das so toll. Skandinavier, ne, oder? Ja, Skandinavier. Ja. Also super. Und gerade wie er dann auch immer darauf anspielt und Jamie quasi schon so immer so ein bisschen Stichel und dann natürlich jetzt zuletzt, also so direkt fragt, ne, mit Finger im Po und also, aber auch vorher schon, wie er dann immer so diese Anspielungen gemacht hat, fand ich super. Ich sehe es genauso, ich finde alle Szenen mit ihm auch echt super. Und durchgeknallt ist er ja zusätzlich. Ja. Also ganz, ganz. Aber vor allem, und das ist der geile Punkt, ich finde ihn tatsächlich eine Steigerung. Du hast Joffrey gehabt, der ist halt ein Großmaul, aber verrückt und feige. Dann hattest du Ramsay. Und Ramsay, super Bösewicht, verrückt, aber also Großmaul, aber eben nicht feige, sondern perfide geradezu. Mhm. Also er kann was. Trotzdem immer noch so gefangen in diesem Denken, was denken andere Leute von mir? Selbst er hat ja noch darauf bestanden, dass die Feinde seinen Vater getötet haben und nicht er selbst. Ja. Wo selbst in Amber Greyjoy Karstark vor ihm steht und dann sagt so, willst du mich verarschen? Das ist doch Quatsch, nicht jeder weiß doch, was passiert ist. Nee, Greyjoy Amber, so rum. Gott, den Namen. Small John, mein Gott. Ja. Small John Amber stand vor ihm. Mhm. So. Und dann hast du eben Euron Greyjoy, der von Anfang an quasi erzählt, dass er Baelin Greyjoy seinen eigenen Bruder umgebracht hat, der große Worte spuckt, große Töne spuckt und dann aber auch sofort delivered. Nicht so wie Ramsay. Selbst ein Ramsay Bolton hat ja erst so hauptsächlich am Anfang hauptsächlich durch Folter
einen Namen gemacht, nicht durch wirklich, wie soll ich sagen, kriegerische Erfolge. Allein das das Hautabziehen, ne? Das Hautabziehen ist barbarisch. Oder, und bei mir war halt Ramsay durch, wie es dann auch, ne, wie wir gerade schon sprachen, mit Kindern, dass der da halt Kinder umbringen lässt oder den Hunden zum Fraß wird, da hört es bei mir auf. Das geht bei mir leider gar nicht mehr. Und deswegen war der für mich komplett durch. Stimmt, das ist ein ganz großer Unterschied. Der Ramsay war faszinierend als Bösewicht. Der war ja sowas wie der Joker von Game of Thrones, finde ich. Ja, faszinierend. Der Joker finde ich schon, guck mal ins Gesicht, die Gesichtszüge. Also wenn er nicht ein perfekter Joker wäre, dann weiß ich auch nicht mehr, wer es ist. Das stimmt, ja. Ja. Er war sowas in seiner Art von Wahnsinn, auch so eine Art Joker für mich. Unberechenbar geradezu, weil er so verrückte Sachen macht. Und nicht den Wert menschlichen Lebens anerkennt. Das gibt es bei ihm einfach nicht. Er ist ein unfassbarer Soziopath. Durchaus faszinierend, aber niemand, bei dem du an den Lippen hängst und jedes Wort aufsaugst, der irgendwie sympathisch ist. Und das ist eben das, was Euron kann. Der ist nämlich auch ein Soziopath, kann auch viel, aber er ist gleichzeitig irgendwie charismatisch. Das ist ja ein Ramsay Bolton nicht, das ist auch ein Joffrey nie gewesen. Ganz genau. Aber er ist charismatisch und das macht ihn nochmal zu einer anderen Art von Bösewicht. Und ich hätte nicht gedacht, dass nach seinen zwei Auftritten bei der sechsten Staffel das dabei rauskommt. Dabei hat ja Pilo Aspect noch im Vorfeld große Töne gespuckt. Da hat er gesagt, hier, das wird nochmal eine Steigerung zu Ramsay und Joffrey und so weiter. Und da denke ich mir, ja, natürlich sagst du das, aber gucken wir mal. Und dann guckst du es und denkst, ja, what the fuck, er hat recht. Ja. Ganz genau, also seh ich auch so. Und hier wurde gerade übrigens, der Felix schrieb, Euron ist halt einer der Besten in Staffel 7 und er bringt nochmal zwei Personen ins Gespräch, die wir auch vielleicht mal kurz diskutieren sollten, nämlich Littlefinger und Varys. Da wird hier häufiger im Chat dann gesagt, ja, die waren in den ersten Staffeln deutlich stärker. Vielleicht lag es aber auch daran, dass wir dort mehr in deren Plänen schon noch mit eingeweiht waren oder mehr gesehen haben, was sie gemacht haben. Bei Littlefinger weiß man ja momentan so gar nicht, wo man dran ist, was er vorhat. Der aber definitiv noch einer derjenige sein wird, die das Zünglein möglich, ja, an der Waage. Also da ist jetzt natürlich die Gefahr, dass Marco wieder mehr weiß, ja, schon, aber... Ich höre Marco grinsen. ich frage mich auch, ich finde halt, alles, was ihm passiert, ist durchaus von ihm eingeplant. Also man darf nicht vergessen, weißt du mal, du hast ja diesen Moment, wie Ned Stark ihn erniedrigt, genauso wie es Jon Snow gemacht hat. Ganz genau. Aber diese Erniedrigung hat nichts damit zu tun, dass er Ned Stark verraten hat, weil das war schon von langer Hand geplant. Alles, warum überhaupt Ned Stark in dieser Stadt war, hat er schon mit dem Mord an Aaron. Das hat er schon, mit Littlefinger zu tun. Ja. Also Littlefinger hat all das ja schon immer geplant gehabt. Also die Erniedrigung von Stark hat allerhöchstens Stark in Sicherheit gehoben. Also das war der einzige Zweck, den sowas haben kann, jemanden so zu provozieren. Dass der andere sich über ihm fühlt. So war es ja auch bei Cersei schon. Cersei Littlefinger bedroht hat. Wisst ihr doch, dieser Spruch, Power is Power. Da war sie auch in einer überlegenen Position und kurz darauf ist Joffrey gestorben. Ja. Und da war der Littlefinger auch dran beteiligt. Und jetzt eben Jon Snow, und das ist jetzt die Frage für mich, was hat Littlefinger im Ärmel? Was ist sein Plan? Ich glaube nicht daran, dass es nur dieses, ich heirate jetzt Sansa, dann ist mein Lebenstraum erfüllt, Plan ist. Warum sollte er überhaupt nicht mal der Sansa seinen wirklichen Pläne verraten? Eigentlich liegt er ja Sansa in Sicherheit. Wenn Sansa glaubt, dass das Einzige, was ihn antreibt, die Liebe zu ihr ist, dann liegt er sie in Sicherheit. Ja, glaube ich auch. Und man hat ein bisschen was im Trailer schon gesehen. Es könnte ihm ja auch, das ist auch spoilerfrei, es gab ja es gibt diese Rabenkorrespondenz und die wird ja aufgezeichnet. Und da könnte es ja auch noch eventuell belastbares Material geben aus der Ramsay-Zeit, ne? Weil auch die waren ja Könige, waren ja Chefs bei Könige, nee, wie heißt es? König des Nordens halt von Winterfell. Und wenn es da auch natürlich Korrespondenz zwischen Littlefinger gab und Ramsay, dann könnte das ja theoretisch ans Tageslicht kommen. Ja, der Blick, den er, als er gehört hat, dass alle genau, Raben mit der Bestellung, mit dem... Genau, ja, genau. Dass der, dass der Meister alle Raben archiviert hat, dann wird da wird das Gesicht war schon vielversprechend. Na, aber da muss man jetzt direkt dazu sagen, Sansa hat ja schon in der sechsten Staffel Littlefinger damit konfrontiert, dass er entweder ein Idiot ist, weil er sie an Ramsay gegeben hat und nicht wusste, was Ramsay macht oder was Ramsay für ein Typ ist. Mhm. Oder er ist ein Idiot, weil er genau wusste, was passiert. In beiden Fällen ist er aber ein Trottel.
Ja. Und, ja. Aber sie hat am Ende dann trotzdem getan, was er wollte. Das war nämlich sehr mächtig in dieser Szene. Am Ende hat sie genau das getan, was er wollte, nämlich die Knights of the Whale mit in diesen Schlacht der Bastarde genommen. Ja. Und er hat dann trotz ihrer überlegenen Position am Anfang dieser Szene trotzdem gekriegt, was er wollte. Und das ist eben sein Talent. Er kriegt immer, was er will, auch wenn er schlecht dasteht. Und jeder denkt, aha, wir haben ihn erniedrigt oder sonst irgendwas. Nee, am Ende kriegt er, was er will. Was es halt nicht gibt, und das sollte man vielleicht bedenken, ist, Sansa meint zwar alles zu Littlefinger zu wissen, aber es gibt ja noch die eine Sache, die sie einfach nicht weiß, dass er Ned Stark verraten hat. Ja. Er war ja derjenige, der die Goldcloaks gegen Ned Stark aufgehetzt hat. Und das ist etwas, was sie eben nicht weiß. Weil das würde sie ihm nicht verzeihen. Die meisten Sachen, selbst diese Vergewaltigung und alles, wenn es der Sache dient, also mit den Knights of the Whale, dann erträgt sie diese Anspannung zwischen den beiden. Das erträgt sie dann. Aber wird sie auch ertragen, wenn er eigentlich der Schuldige ist von Ned Starks Tod? Das ist doch die Frage. Ja, richtig. Wobei man da ja auch immer, er macht ja keinen Hehl draus, dass er auch die Mutter geliebt hat. Von daher war das für ihn wahrscheinlich jetzt kein Problem, dann den Mann, also Ned in dem Falle, dann halt in Anführungszeichen, ja, zu verraten im Endeffekt. Ne? Also selbst da könnte man sagen, ja, der hat das aus Liebe gemacht oder keine Ahnung. Also du glaubst... Ja, aber das ist immer die Frage, wie stark das gewichtet ist, weil ja. Sie hat das ja sofort mitbekommen. Sie war auch deswegen ihm nicht zuträglich, als er sie besucht hat im Lager damals in der zweiten Staffel. Also ja. Er wusste ja, dass er damit auch seine Chancen verbaut. Ja. Und es kommt natürlich noch ein bisschen darauf an, wie Sansa überhaupt auf solche Sachen jetzt reagiert oder ob die deutlich abgebrühter ist. Wurde ja schon immer der Quervergleich gemacht mit der Frisur zu Cersei. Dass sie jetzt die Haare trägt wie Cersei. Ja, auch die Klamotten. Ne, vielleicht ist sie ja mittlerweile auch schon durch die ganzen Vorkommnisse so abgehärtet, dass sie das anders hinnimmt oder darauf anders reagiert. Ich bin noch nicht ganz sicher, was wir von Sansa noch zu erwarten haben. Das hört ja auch an, wie stark der Einfluss von Littlefinger ist. Ja. Aber ich glaube, am Ende ist dann Blut trotzdem dicker als Wasser. Also ich kann es mir immer noch nicht vorstellen. Es gibt zwar diese Tendenzen, es wäre krass, wenn sie der neue Bösewicht oder sowas wäre. Aber ich glaube, es ist eher der Gegenentwurf zu Cersei und der Gegenentwurf beinhaltet eben auch, gewisse Sachen des Feindes anzunehmen. Das heißt, sie macht ja nicht alles falsch. Nee, sie ist ja, absolut nicht. Sie ist ja durchaus böse, aber sie macht viele Sachen ja genau richtig. Und damit blieb dann Sansa auch im Zweifelsfall gar nicht. Ja, und dann wurde hier gerade im Chat ja auch noch Varys erwähnt. Da fand ich halt auch gerade jetzt aktuell die Szene mit, das wurde glaube ich hier auch von... Guck ich mal eben nach, die Credits soll die Person noch nie bekommen, was dass er eine starke Szene jetzt in der Folge hatte mit Melisandre. Ich finde es gerade nicht. Das ist das Problem. Guck mal nach. Auf jeden Fall, die war auch gut, wo er halt sie fragte, ja, wo wolltest du jetzt hin, was machst du jetzt, warum haust du ab oder so. Generell finde ich ihn halt immer noch sehr stark. Ich bin halt auch gespannt, was er noch plant oder ob er jetzt wirklich hinter ihr steht, glaube ich halt nicht, weil schrieb auch jemand, er sagt ja halt selber, er ist immer zwei Schritte voraus. Yvonne war das. Yvonne, genau, vielen Dank. Also da bin ich sehr gespannt drauf, wie die beiden agieren und wann sie sich auch mal wiedersehen. Das war ja auch schon ein bisschen her, das war zuletzt halt im Königsmund muss das gewesen sein, ne? Littlefinger und Varys, meinst ja. Ja, die haben sich halt vor Joffreys Tod, also selbst zur Hochzeit war er schon nicht mehr in der Stadt. Ja. Also war ja angeblich schon weggefliegen. Das heißt, die haben sich da wirklich ein oder zwei Folgen vorher das letzte Mal gesehen. Mhm. Wie sicher ist eigentlich, dass Jon Snow wirklich mit Daenerys verwandt ist? 100% sicher. Ja, seid ihr? Also, Kollege, wir wissen, ja. Heute in der Arbeit. Also, erstmal ist es offiziell bestätigt, aber gut, da kann man jetzt sagen, ja. Okay, ist es offiziell bestätigt? Ich habe mit einem Arbeitskollegen um Kasten Bier gewettet, weil er war felsenfest also davon überzeugt, dass das nur eine Finte gewesen sein soll. Gerade die aus der sechsten Staffel, die Szenen vom Turm, wo man dann halt auch diese Überblendung gerade zwischen dem Kind und John sieht. Ja, ja. Deswegen, eindeutige Inszenierung. Das könnte man natürlich sagen, da könnte das eine tolle Finte sein. Aber wenn das eine tolle Finte wäre, würde es ja die ganze Geschichte kaputt machen. Ja. Du machst in dem Moment, genau. du machst die Geschichte kaputt.
es geht nicht immer um Überraschungen. Es geht darum, eine gute Geschichte zu erzählen. Und das ist eine gute Geschichte. Und es gibt halt 3 Millionen Sachen, die dafür sprechen. In Büchern sogar noch mehr. Also da sind sie noch eindeutiger. Aber hier ist es halt so, das Foreshadowing ohne Ende, auch in dieser Folge. Wir reden ja über Rhaegar ganz kurz, als mit dem Drachen. Und wie heißt es so schön, wie hat Barristan Selmy gesagt, Rhaegar didn't like killing, he loved singing. Und was mag Jon Snow nicht, sagt er in dieser Szene. Es ist halt, also, dass Dany die Schwester von Rhaegar ist, ist eh klar. Jetzt ist die Frage, in welchem Verwandtschaftsverhältnis steht Jon Snow zu ihr? Ja. Rhaegar Targaryen und Lyanna Stark, das war eben die Verbindung von Eis und Feuer, die keiner vorher gesehen hat. Und da ist eben dann die perfekte Verbindung aus Eis und Feuer, eben Jon Snow bei rausgekommen. Mhm. Das ist die Idee dahinter. Das war der große Reveal. Und du machst nicht einen so geilen und großen Reveal und inszenierst ihn so und machst ihn eine Staffel später wieder kaputt und sagst, haha, der ist doch nicht der Sohn von Rhaegar Targaryen. Genau. Was sowieso keinen Sinn macht, weil niemand außer Bran weiß es. Ja. Also niemand außer Hound Reed war noch dort, der witzigerweise der Vater von Mira Reed ist, die mit Bran reist. Also sie weiß es vielleicht gar nicht, aber ihr Vater weiß. Es gibt eine lebende Person, die das bezeugen kann. Der lebt noch. Du, ich sehe es genauso. Also deswegen leicht verdienter Kasten Bier vermutlich. Es fällt auch alles andere raus. Du hast dann so komische Theorien wie der Robert Baratheon könnte ja der Vater gewesen sein, auch die dunklen Haare und so. Das ist halt Bullshit. Es ist halt bei den Targaryen schon immer so gewesen, dass die Bastarde, die außerhalb eben die haben ja immer sich miteinander gepaart, die Targaryens, aber wenn die mal außerhalb was hatten, da kamen auch dunkelhaarige Kinder dabei raus. Und Robert Baratheon hat halt Lyanna Stark 3 Jahre lang nicht gesehen. Der kriegt ihn 3 Jahre. Mhm. Also der hat ihn nicht geschwängert. Da muss man sich keine sagen. Und dann kommt sowas, ja, aber Sir Arthur Dayne könnte es ja auch sein. Also der sie beschützt hat. Aber das ist auch wieder antiklimaktisch. Das macht einfach keinen Sinn. Es ist natürlich eine Möglichkeit, aber es könnte auch sein, dass ein Alien im UFO gelandet ist, ausgestiegen ist und kurz seinen Samen irgendwie in eine Menschenfrau gesetzt hat und wieder abgehauen hat. Also, es ist, nur weil es sich ausschließen kann, ist es nicht logisch, dass es so ist, weil eine gute Geschichte ist, Game of Thrones will vor allem eine gute Geschichte erzählen und nicht eine überraschende Geschichte. Ja. Theoretisch könnte es ja jetzt schnell gehen, ne? Dass Jon auch erfährt, hey, ich bin verwandt mit Daenerys, weil Bran jetzt da ist. Und ist die Frage, wann Jon zurückkommt. Der nächste Rabe ist nie weit. Ja, oder das wird er ihm persönlich sagen. Nein, das meine ich nicht. Natürlich nicht. Aber ich meine, ne, die Strecken sind kurz. Ja. Ja, und wenn die Geschichte mit Drachenglas und der weiteren Kriegsentwicklung, die ja jetzt schon vorherzusehen ist, in Teilen stattfindet, wird er ja vermutlich relativ, also ich weiß es natürlich nicht, aber relativ schnell mit jemandem in Kontakt kommen, der es ihm sagen kann. Da auch wieder Marco weiß es wahrscheinlich. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt in den nächsten Folgen, wahrscheinlich erst in der letzten Folge zum Beispiel, auch überhaupt diese Bedrohung des Night Kings und der Armee der Toten erst sehen werden, frühestens. Und dass das eher ein Hauptthema wird in der letzten Staffel, weil macht ja rein dramaturgisch. Dramaturgisch. Ja. Macht es auch Sinn. Ja, wolltest du ein Bier? Ich brauche noch ein Bier. Und jetzt hast du mir. Ach genau, was ich wegen Drachen oder wegen dem Night King noch sagen wollte, weil John erzählt das immer so und keiner glaubt ihm so gefühlt, ne? Warum? Daenerys hätte ihm noch den Vorschlag gemacht, komm, wir gehen mal eben auf meinen Drachen und fliegen mal eben rüber über die Wall. Und wir gucken mal eben nach. So einfach ist es doch jetzt auch nicht. Also das ist ja ein ganzes Land dazwischen. Das ist ja ein ganzes Land dazwischen. Aber guck mal, da sind wir wieder bei Distanzen. Das könnte doch egal sein. Ja, aber das ist doch nicht egal, also wenn du auf einem Drachen rumreitest. Also, es ist ja auch deswegen nicht es ist schneller, aber es sind ja trotzdem mehr Tage und es ist auch Käse. Ich meine, die soll ja nicht mit dem Drachen da jetzt so, und weißt du, dann schubst du so runter oder so. Das ist ja auch gefährlich. ja, wobei der Felix eben noch Feind und nicht Alliierten fliegst du nicht alleine rum. Ja. Da würde ja jeder dagegen raten, selbst wenn das machbar wäre. Also über solche Sachen mache ich mir da gar keine Gedanken. Es geht ja schon darum, geht jetzt die ganze Armee von ihr, gehen die Drachen dahin, um eben gegen die Untoten zu kämpfen oder nicht? Und, Der Felix schrieb eben im Chat, dass wir auf jeden Fall den John noch auf einem Drachen reiten sehen. Irgendwann in den letzten Folgen der jeweils entweder diese oder nicht. Ich glaube immer, dass diese Drachenreitergeschichte völlig überbewertet ist. Ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Die Frage ist ja sowieso, was ist mit, wo werden die Drachen ihren größten Auftritt haben? Ne? Werden sie das an der Wall haben?
Nee. Wird die Wall fallen? Wird sie, denke ich. Oder laufen wie... Könnte das Ende der Staffel werden. Ja. Wandern sie außen rum? Mhm. Das glaube ich nicht. Ja, das ist ja diese Diskussion, das, ist ja diese Vorspann-Diskussion, die wir im Moment haben. Mit dem vereisten Bitte. Ich möchte es kurz klarstellen. Guck die Animation genau an. Das Ding zoomt nochmal raus. Da ist nichts zugefroren. Das ist halt einfach nur so Eisnebel. Und daneben sind richtige Schollen sogar. Genau, darauf wollte ich ja hinaus. Diese Diskussion ist ja immer so schwammig. Ne? Ist ja immer, der eine hat was gesehen, der andere nicht. Und schon entstehen Dinge, die... Die ganz merkwürdig sind. Ich wollte ja darauf hinaus, ist es nur wieder eine unnötige Diskussion oder wo werden wir dann diese entscheidende Szene mit den Drachen sehen? Im Chat wurde es ja auch gerade von Felix erwähnt. Ich glaube es ähnlich, dass wir schon, weil sonst würde man die Ballista nicht so prominent hervorheben. Da wird schon Kampf mit den Drachen in der Richtung sein. Werden wir denn einen... Weil sonst... Werden sie denn mit diesem lustigen Ding, mit dem einen Teil, die Wahrscheinlichkeit, damit einen Drachen zu treffen, ist ja relativ gering. Vielleicht ein. Ja, aber ja, mit einer Ballista ist die Wahrscheinlichkeit. Ja. Wahrscheinlich, warum sollte man nur einen? Ja, sonst Ballista haben wir den, sonst haben wir den, sonst haben wir die, die Hobbit-Diskussion. Ja, ja, eben. Nee, die bauen ja nicht nur eine Ballista, das ist ja Afrika. Ja. Du findest, das Ding ist, was er gezeigt hat, war halt ein Prototyp. Er erzählt ja, dass die besten Schmiede und so weiter, Bogenbauer, was weiß ich alles, aus der Stadt eben dieses Ding gebaut haben. Und dann probiert es aus und es funktioniert. Und das ist halt ein Prototyp. Da brauchst du halt jetzt die ganze. Jetzt bemannst du halt alle Mauern damit. Man darf auch nicht vergessen, die Dornish konnten sich ja auch deswegen 150 Jahre lang den Targaryens gegenüber, konnten Abstand von denen nehmen, mussten nicht das Knie beugen. Weil sie einen Drachen getötet haben mit einer fucking Ballista. Aber die ihnen halt ins Auge, das waren schwächere Ballista. Das ist ein Punkt, der mir nicht so richtig aufgefallen ist. Aber diese Ballista hat dann diese zwei Bögen. Also das ist schon eine andere Art von Ballista, als das, was man bisher in der Serie gesehen hat. Sehr selten, zum Beispiel beim Kampf um Castle Black. Da wurden Ballisten auch eingesetzt. Mhm. Aber die sahen eben nicht so aus. Und wie gesagt, durch die normale Ballista ist schon mal ein Drache gestorben, aber der Schuss musste halt ins Auge gehen, damit er durch den Knochen kommt. Und hier, der kann nun wirklich durch den Schädel schießen. Also es ist nicht die schlechteste Waffe. Eigentlich eine sehr logische Waffe. Ja. Das heißt, die Frage ist, wie viele Drachen bleiben am Ende über, um noch drauf zu reiten, und daran wird sich entscheiden, ob John noch reiten darf oder nicht. Also da warten wir mal ab. Ich gehe auch davon aus, wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass ein Drache diese Staffel vielleicht nicht überlebt. Generell sieht es ja momentan für Daenerys gar nicht so rosig aus, aber was einfach natürlich auch vom Skript her Sinn macht, dass man jetzt sie nicht einfach alles überrollen lässt, sondern erstmal auch Cersei vielleicht stärker darstellt, damit das Ganze natürlich einen gewissen Spannungsbogen hat. Ja. Das dachte ich mir sofort. Ich dachte mir auch, ja, wird sicherlich nicht so sein, dass Daenerys jetzt einfach alles platt macht. Das wäre nicht spannend. Das ist ja nicht nur der Spannungsbogen, das ist tatsächlich eine Art von Überraschung. Ich meine, wer hätte damit gerechnet, dass Cersei das Blatt so wendet? Ja, gut, und sie hat jetzt die Geld. Hut ab. Ja. Ich finde, das ist auch relativ plausibel gemacht. Mhm. Also auch die Begründung, dass Dany eben nicht die ganzen Menschen in King's Landing abfackeln will. Sie will nicht die sein. Also sie will nicht die sein, die es einfach nur mit Gewalt nimmt, wobei sie es machen könnte. Das zeichnet sie aus als Mensch, aber es ist natürlich auch irgendwo wahrscheinlich ihr Fehler. Ja. Da gäbe es da auf jeden Fall noch einen Punkt. Es gibt ja ein neues Set, was wir in dieser Staffel genießen und sehen können. Old Town. Ja gut, aber wir haben sie ja schon in der sechsten Staffel gesehen. Ja, aber so im Vorspann glaube ich noch nicht mal, ne? Oder? Also, aber mag sein. Vielleicht hat man es Old Town. Oder im Vorspann nicht. Sorry, ja, im Vorspann nicht. Also da gibt es ja auch verschiedenste Gerüchte, dass das... Also ich bin gespannt, sagen wir es so, neben dem Harry Potter-Darsteller, den ich super finde, der da mitspielt, kommt gerade natürlich Namensgedächtnis wie ein Sieb gerade. Professor Slughorn. Ja, Professor Slughorn. Den finde ich halt, der macht das ist übrigens auch der Name von dem Schauspieler. Ich guck gleich nach. Nein. Ich bin da sehr gespannt, worauf das hinausläuft. Also was Sam da Jim Broadbent bereiten wird. Danke, Chad. Wir haben den besten Chat von allen.
übrigens. Wollte ich nur mal sagen. Weil da gibt es ja auch viele, viele Theorien. Ich habe sogar irgendwas gelesen, was ich aber nicht verstanden habe, dass das vielleicht so ein bisschen Tolkien, ja. Ja, natürlich. Martin. Wir sollten aufhören zu trinken. Ja. Wir nackt podcasten. Ja, aber dass es in die Richtung gehen könnte. Gut, er hat ihn jetzt erstmal geheilt und er geht jetzt wahrscheinlich wieder Richtung Daenerys, vermute ich. Aber was, ja, dann, natürlich. Was dann bei ihm da noch passieren soll, weiß ich noch nicht so genau. Und die horten halt. Im dort Moment habe ich Schiss, dass das einfach nichts Großartiges so nichts zu bedeuten hat. So. Ja. Das Einzige, was mir halt so im Gedächtnis geblieben ist, dass sie sich ziemlich sicher sind, ja, Winter kommen, Winter gehen, war schon immer so, dass vielleicht sogar die vielleicht mit einer der, theoretisch eines der ersten Opfer vielleicht sind von dem Night King. Ich weiß es nicht, ob das geografisch irgendwie Sinn macht, aber wäre vielleicht ein... Nee, es macht keinen Sinn. Nee? Okay. Ja, dann macht es halt keinen Sinn. Aber das, also da bin ich mal gespannt, wie die da noch mit reinspielen und vor allem ja, er, wie er da mit reinspielt. Ja. Oder was sagt ihr zu Sam? Sam weiß Gamgee. An für sich ist ja wenig passiert. Ja. Es war halt schöne Momente für die Charaktere einfach. Für die Handlung ist natürlich erstmal nicht so wichtig, aber er weiß. Ja, also Samuel hat ja zu tun dort. Also er lernt ja. Und vielleicht findet er noch irgendwelche wichtigen Möglichkeiten wie die White Walker oder kann eben die Maester davon überzeugen, dass man das benutzt. Ja. Aber ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass in dieser Staffel gar nicht mehr viel noch passiert. Ich finde, dass er inzwischen eine Position eingenommen hat, in der man ihn schön so, also quasi als Ass im Ärmel hat, um zur richtigen Zeit die richtige Erkenntnis zu bekommen zu irgendwas und so weiter. Einfach so ein bisschen. Und er ist ja auch eine ausgesprochen angenehme Figur, also der Charakter an sich. So ein bisschen. Ja, Sympathieträger, ja, natürlich, klar. So ein bisschen Relief für viel Stress, der ja durchaus da noch stattfindet. Also, er ist mit Sicherheit noch gut in Position zu bringen, mal sehen. Ich glaube aber auch, wie Marco, dass da mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr so super viel passieren wird. Aber eine Sache fällt mir jetzt noch ein, die jetzt in Büchern angedeutet wird, aber nicht zu Ende erzählt, noch nicht. Dass in Old Town tatsächlich da noch ein bisschen mehr dahinter versteckt. Ich weiß nicht, ob sie eine Serie aufgreifen, sieht für mich bisher nicht danach aus, aber in den Büchern hat es durchaus mit Faceless Man und Old Town, da gibt es eine Verbindung und da passiert irgendwas im Hintergrund, was Sam nicht kommen sieht und der Leser auch nicht. Und vielleicht gehen sie doch noch Backdoor-mäßig, gehen sie diesen Storystrang doch noch an. Das könnte sein, aber ich glaube es gerade nicht. Im Anbetracht der Zeit, den noch verbleibenden Folgen für diese und der letzten Staffel, ja, könnte eng werden, stimmt schon. Vielleicht spannend. Andererseits, was ich gerade gesagt habe, spielt sich nur in einem einzigen Kapitel, findet das statt. Okay. Und ein einziges Kapitel ist im Zweifelsfall eine 10-Minuten-Szene bei Game of Thrones. Also das ist durchaus möglich, da out of the blue den Handlungsstrang wesentlich interessanter zu machen. Es ist möglich, ich glaube auch nicht, dass es passiert, aber es ist möglich. Okay. Apropos, weil das auch dort ein bisschen auftaucht. Ich habe ja immer noch die Theorie, vielleicht bin ich da der Einzige auf diesem Planeten, gerade wenn ich mir den Vorspann angucke. Noch nie war ein Mensch in der Menschheitsgeschichte, der gesagt hat, ich bin der Einzige, bin nicht der Einzige, war jemals der Einzige in irgendetwas. Okay, gut. Das liegt daran, dass wir im Grunde auch der einzige Podcast auf diesem Planeten sind, über Game of Thrones macht. Worauf ich hinaus will, der Vorspann wirkt für mich immer so, als wäre diese ganze Welt von Game of Thrones wie so eine Dyson-Sphäre. Für mich wirkt das immer so gekrümmt nach innen. Vielleicht ist das einfach nur, weil die Kamera... Ich habe neulich in einem Livestream erzählt, dass ich es von Dyson-Sphäre halte, aber... Das wusste ich wirklich nicht. Also ich kenne es nur von Star Trek Next Generation. Ja, ich kenne es von einem Videospiel von Prey. Okay, das kenne ich noch nicht. Wir wissen ja jetzt durch Old Town, dass es ja wohl doch eher eine Art von Karte ist und du hast ja diesen Kartografie, muss ich sagen, dieses Beleuchtungssystem ist das, was du in der Mitte siehst, was du vorher nicht ausmachen konntest, was soll das sein? Ja, genau. Dinge, die sich da drehen. Und dieses Beleuchtungssystem, das sieht eh alles, ist ja eh eine artifizielle Karte und dann gibt es mittendrin diese Filterwechsel, also mittendrin gibt es ja so Blenden, die einmal so kurz über das Bild wischen. Und jetzt nach der 6. Staffel könnte man darin sehen, dass es die Brille ist von jemandem, der ein Buch liest.
Also man sieht ja, also als Sam begrüßt wird in Old Town, liest jemand mit so einer Brille ein altes Buch. Und da muss er muss auch die Linsen immer so rein und wieder rausschieben, damit es einigermaßen funktioniert. Ja. Und das sieht halt so aus wie dieser Effekt im Intro. Kann natürlich alles auch nur ästhetisches Schwafel sein, das wird vielleicht nie aufgelöst, wer weiß. Ja. Aber mittlerweile sehe ich das mehr als Karte als als Zeichen. Ja, also genau, also ich fand halt nur immer, es wirkte halt immer so, weil das so von dem Kameraverlauf so wirkt, als wäre das wie eine Dyson-Sphäre, also im Inneren. Was dann vielleicht man irgendwie auch erklären könnte, warum die Jahreszeiten so ticken und solche Geschichten und die Sonne in der Mitte. Ja, keine Ahnung. Aber tatsächlich gerade das nicht. Im Chat kommt gedacht, aber gerade das wäre es ja. Im Chat kommt gerade die Diskussion. Ja. Ja, entschuldige, im Chat kommt, weil das gerade da so schön reinpasst. Im Chat kam gerade das Thema auf, und das habe ich auch schon das ein oder andere Mal gehört, dass es darauf hinauslaufen könnte, so und einige durchaus zumindest Indizien weisen darauf hin, dass sich das dahin bewegen könnte, dass der Erzähler George R. Martin, das meinte ich ja gerade. Die ganze Geschichte ist, ne? Und damit eben auf Martin zielt. Ne? Ja, das hätten wir schon. Ja, aber das spielt ja eigentlich auch dann bei der eigentlichen Story, selbst wenn es so wäre, spielt es keine Rolle. Ja. Nee, aber ich meine ja auch nur, es sieht halt aus wie eine Dyson-Sphäre, dass eine Dyson-Sphäre natürlich keine Sonne in der Mitte hat und solche Geschichten. Klar, es ist halt immer noch eine Fantasy-Geschichte, von daher hätte man es ja auch noch irgendwie. Aber gut, wie gesagt, ich gehe dann auch eher mal langsam in deine Richtung, dass es wahrscheinlich nicht von nach innen gekrümmter Planet ist, sondern ja. Aber es wirkt halt immer so. Sieht halt im Intro so aus, ich dachte, da machen sie es halt im Intro aus Spaß. Aber wie gesagt, nach der 6. Staffel ist das schon eher so artifiziell Richtung Old Town zu verorten. Gibt es denn für euch einen, wie sagt man, klassisch Lieblingscharakter oder einen bestimmten Bereich, also ne, wenn man so Daenerys und Co. oder was ihr am liebsten verfolgt seht? Ja, würde mich einfach mal interessieren. Habt ihr Favoriten? Ja, ich glaube, die jeder hat. Tyrion, natürlich. Ja, der ist schon cool. Neuer Fanfavorit für mich ist tatsächlich Euron Greyjoy. Ja. Ich hänge an seinen Lippen, ich sauge jedes Wort auf, was von ihm kommt. Finde ich super. Ja, generell, ich hätte eine große Stärke bei Game of Thrones, dass mich ja tatsächlich wirklich alle Charaktere interessieren. Also selbst ein Podrick, also selbst eine Brienne, das interessiert mich alles. Also ich kann jeder Szene folgen. Es gibt keine Szene, wo ich bei Game of Thrones das Gefühl haben, so, oh nee, jetzt nicht die, oder oh nee, jetzt nicht der. Ich finde es immer interessant, das ist das große Kunststück, das Game of Thrones hingekriegt hat, dass irgendwie alle interessant sind, selbst die man nicht mag, oder gerade weil man sie nicht mag, sind trotzdem irgendwie interessant. Also ich finde, das hat auch das Buch. Nur auf eine andere Art und Weise. Das Buch, die Bücher, die übrigens fantastisch geschrieben sind, ihr solltet euch schämen, dass ihr sie noch nicht gelesen habt. Ein englischer Original lesen, kann man alle Bücher für 20 Euro oder so kaufen, im Taschenbuchformat. Fantastisch. So Bibelseiten, dünnes Papier. Ist viel besser als die deutsche Ausgabe, wenn zwei Bücher ein Buch sind. Vergiss das. Kauft das englische Ding für 20 bis 30 Euro. Mehr kostet das nicht, kriegt alle Bücher. So, also, was ich sagen will, ist, in den Büchern ist es immer aus Perspektiven geschildert. Also ganz streng, die Gedankengänge auch von einer Figur. Also zum Beispiel, du liest ein Kapitel von Tyrion, da steht halt dann nur der Name als Kapitelname und dann weißt, ein Tyrion-Kapitel. Und dann liest du halt auch immer seine Gedanken und so weiter. Oder liest mal einen neuen Namen wie Reek und weißt nicht, wer ist das denn? Und dann brauchst du auch ein bisschen, bis du es kapierst. Und das ist auch toll, wie das mit Perspektive spielt. Leute können ja nur wissen, was in einer mittelalterlichen Welt sie selber gesehen haben oder sie erzählt bekommen. Aber sie können nie mit absoluter Sicherheit wissen, ob etwas, was ganz woanders ist, auch wirklich so passiert ist. Also diese Bücher spielen extrem in dieser Perspektive. Und was sie dann eben toll machen ist, es gibt ja sehr unsympathische Charaktere. Es gibt auch mal eine Cersei zum Beispiel. Und du willst eigentlich nicht ihre Gedanken lesen. Also bei Game of Thrones erwische ich mich sehr oft dabei. Das ist ein super Buch, aber für mich kein Page-Turner. Ich lese ein Kapitel fertig und will an dem Punkt, weil das so geil geschrieben ist, mehr davon. Ich will sofort wissen, wie es da weitergeht. Ich blätter teilweise vor, um zu gucken, wann geht denn jetzt dieses Arya-Kapitel weiter. Also einfach nur, damit ich weiß, wann, damit ich mich freuen kann. Weil jedes Kapitel wie eine Kurzgeschichte geschrieben ist, eine interessante Exposition, einen sehr spannenden Aufbau, gegen Ende hin vor allem, und dann eine Wendung geradezu. Fast jedes Kapitel.
und du liest halt eine Geschichte von einer Person und findest es super und willst weiter. Und dann liest du auf einmal, Kapitel steht oben, Daenerys. Und dann denkst du so, oh, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ich will ja wissen, wie Arya weitergeht. Und dann liest du das Kapitel und denkst, jetzt will ich wissen, wie es bei Daenerys weitergeht. Aber du hast jedes Mal, nach jedem Kapitel, so eine riesen Hürde, weiterzulesen. Weil du erstmal down bist, weil du denkst, nein, ich will jetzt nicht die Scheiße, ich will jetzt den nächsten. Und aber dieses Buch schafft es, dass mit jedem Kapitel du am Ende denkst, ich will doch mehr davon. Deswegen ist es doch irgendwie ein Page-Turner, aber nicht der Page-Turner. Du liest ein Kapitel und nicht in Seiten Game of Thrones. Und das macht es so großartig und ich finde, die Serie transportiert es auf ihre Art und Weise. Du hast zwar nicht dieses Abgeturnt-Sein, also ich zumindest nicht, wenn eine Szene mit einer bestimmten Person anfängt, du hast allerhöchstens ein leichtes Abgeturnt-Sein, dass ein Handlungsstrang nicht weitererzählt wurde, von dem du mehr willst. Aber an für sich ist jede Handlung, jeder Handlungsstrang, jeder Dialog, den sauge ich auf und finde es geil und will immer mehr davon. Also Game of Thrones, ich kann das auch immer so binge-watchen, weil ich jetzt so süchtig danach werde. Und das sind die Bücher auch. Ja, viel mehr wollte ich eigentlich eh nicht sagen. Eine Frage an unseren Buchexperten Marco. Feini schreibt, aber haut einen das nicht raus, wenn man dann im nächsten Kapitel einen anderen Charakter verfolgt? Ja, aber das sagt, haut ja leicht raus. Also ja. Es hindert dich geradezu daran, weiterzulesen. Mhm. Du denkst, ich habe jetzt gerade ein perfektes Kapitel gelesen, also perfekte Geschichte. Ich will wissen, wie es weitergeht. Und dann liest du, oh nee, jetzt kommt die Person. Und dann erwischst du dich teilweise dabei, dass du durchblätterst und guckst, nicht nur wann deine Person kommt, sondern wer als nächstes kommt. Und dann bist du teilweise frustriert, weil du denkst, wow, jetzt kommt der, den mag ich nicht, und der, den mag ich auch nicht. Aber die schaffen es halt nach jedem Kapitel, denkst du, wow, ich bin gerade ein bisschen schlauer geworden. Also nicht nur wegen der Handlung selber, sondern es ist einfach wie eine gute Kurzgeschichte. Es gibt auch eine Moral von der Geschichte nach dem Kapitel, wenn man so will. Das kann man jetzt auch reininterpretieren, das kann man aber auch einfach erleben. Und ich finde tatsächlich, dass die englische Ausgabe von Game of von Song of Ice and Fire mit das Beste ist, was ich je gelesen habe. Nicht nur wie eine Geschichte, sondern auch wie es geschrieben ist. Auch die Gedanken gegen alles. Na, dass wir alle an Tyrion Lannister so geil finden, die Sätze, die ihn geil machen, haben wir ja meistens 1:1 so in den Büchern gelesen. Da fehlt nicht wirklich viel. Da fehlt vielleicht eine Menge, aber nicht in der Aussage. Und ich kann die Bücher nur jedem ans Herz legen. Fantastisch. Ja, also Tyrion ist sicherlich schon auf jeden Fall ein Tipp, wo ich auch mitgehen würde. Und der würde. Große Vorteil ist natürlich, als jemand, der die Serie nur geschaut hat, die unterscheiden sich gerade jetzt gegen Ende hin, oder sagen wir mal schon ab der ersten Staffel, so sehr, dass es wirklich ist, du hast ein und dieselbe geile Geschichte, aber zwei verschiedene Interpretationen. So wirkt es. Das heißt, du kannst wirklich beides lesen. Du kannst die Bücher lesen und kannst die Serie lesen und keines nimmt dem anderen irgendetwas. Und das finde ich ganz großartig. Das muss man erstmal schaffen. Ja, ich glaube, Tyrion ist in der Serie deutlich noch sympathischer, ne? Als im Buch. Oder wenn ich nee, hätte ich überhaupt nicht gesagt. Hättest du gar nicht? Mal ein bisschen. Okay. Nein, ist perfekt bei beiden. Okay. Ich finde auch die Gedankengänge, die man von Tyrion liest in Büchern, passen perfekt zu der Serienfigur. Das Einzige, was ist, die sehen halt sehr unterschiedlich aus. Also Serien-Tyrion, den kannst du halt ins Gesicht schauen und musst dir nicht einen Finger dran stecken. Und das ist halt bei Tyrion im Buch gar nicht so. Der wird ja, wie der beschrieben wird, das ist ja schrecklich. Also ja. Der ist auch gegen Ende hin entstellt ohne Ende. Und den kannst du dir eigentlich so gar nicht vorstellen. Und das macht die Serie halt sehr angenehm. Nicht, weil die Serie jetzt nicht konsequent genug war, einen hässlichen Menschen zu casten. Also ich muss ja sagen, Peter Dinklage, seine Behinderung in allen Ehren, aber er sieht gut aus. Es ist halt eine Serie, es ist ein Unterschied, ob du etwas schreibst und dann ab und zu mal daran erinnert wirst, wie jemand aussieht. Oder ob jemand tatsächlich so aussieht und du musst ihm die ganze Zeit in Nahaufnahmen ins Gesicht gucken. Das ist dann vielleicht auch der unangenehme Effekt, den das Buch manchmal erzeugen will, aber das kannst du nicht auf Dauer durchziehen. Das ist wirklich ein Unterschied, ob du von etwas erzählst oder ob du etwas zeigst. Das sind halt wirklich zwei ganz große. Und es gibt auch die netten Feinunterschiede. Zum Beispiel ist Jorah Mormont in den Büchern eher ein unangenehmer Mensch. Also er ist eher kräftiger und haarig und halt. Wie soll ich sagen? Natürlich genau wie in der Serie unglücklich verliebt in Danny, aber er kompensiert es anders. Es gibt eine sehr schöne Szene, die man in der Serie natürlich auch gesehen hat, diese Bordellszene, in der er Tyrion entführt. Und das ist in den Büchern ja so. In den Büchern ist es so, dass Tyrion eben dort ist und Jorah Mormont sitzt eben da in diesem Bordell und hat
eine Prostituierte auf dem Schoß, die eben aussieht wie Daenerys. Also absichtlich so aussieht, weil das eben das Verkaufsargument ist. Die siehst du auch in der Serie. Nur der im Buch versucht seine, dass er verstoßen worden ist von Dany wegen dem Verrat, der kompensiert es dadurch, dass er mit einer Fake-Dany schläft. Und der in der Serie sieht genau diese Dany in dem gleichen Bordell und nimmt das mit Missmut zur Kenntnis. Stimmt. Du hast wirklich das Gefühl, er würde am liebsten ihr diese Perücke und alles vom Kopf ziehen und er findet es ekelhaft, dass Menschen quasi so tun, als würden sie mit Daenerys schlafen. Das ist ein komplett, das ist in dem Moment ist Jorah Mormont tatsächlich eine komplett andere Figur. Aber es hat sich auch dahin entwickelt, weil eben der Schauspieler ihn eben auch anders interpretiert und anders aussieht als der in den Büchern. Du hast zweimal die gleiche Geschichte, aber unterschiedlich interpretiert. Und das macht beides lesenswert. Mhm. Schauenswert, sehenswert, lesenswert, alles zusammen. Henrik, hast du jemand anderen? Nee, ich würde bis dahin mitgehen. Ich finde, würde mich aber auch auf jeden Fall Marco anschließen. Diese gesamte Konstruktion, ich habe ja auch an einer anderen Stelle schon mal gesagt, so dieses Fantasy-Roman, Mittelalter-Roman-Ding ist tendenziell gar nicht so meins, aber unabhängig vom Setting hat Martin es an der Stelle geschafft, so ein komplexes, in meinen Augen auch großartiges Gebilde zu schaffen, indem man auch den Bösewichtern, also ich habe dem Moment entgegengefiebert, dass der ekligste aller Bösewichter stirbt. Aber hätte ja auch noch durchaus weitergucken oder der Sache folgen können, wenn es eben dann noch nicht passiert wäre. Genau wie ich dem Hound weiter folge, der sich ja jetzt sehr positiv entwickelt aus meiner Sicht. Ja, wird sehr schnell, wird diese, religiös. Die permanente Bedrohung aus allen Richtungen. Also was ich damit sagen will, ist, dass die Gesamtkonstruktion ist einfach so großartig, dass man einfach weiter folgen will. Und das dann jetzt an Einzelnen irgendwie festzumachen, fällt mir zu schwer. Dafür sind es auch zu viele. Und auch viele, auch viele komplexe Charaktere, von denen wir noch nicht wissen, wo die enden werden. Ich sehe halt auch immer traurig, Cersei gerne. Ich bin traurig, dass das ehemalige Bond-Girl jetzt die Augen zugemacht hat, endgültig. Weil ja. Die hätte ich gerne alleine wegen ihrer markigen Sprüche, also Diana Rigg. Hat die nicht auch Emma Peel gespielt? Ja, ja. Genau. Ja, ne? Die Diana Rigg, die ja eine großartige Präsenz hat in jedem Fall, und die hätte ich gerne alleine wegen ihrer markigen Sprüche noch gerne 100 Folgen weitergesehen. Aber es passt eben in diese ganze Konstruktion, dass an der Stelle eben dass es eben weitergehen muss. So, und deswegen läuft. Also ich bin wirklich, kann mich nicht festlegen auf irgendwas Spezielles an der Stelle. Aber wie gesagt, die Sympathieträger, da gehe ich natürlich mit. Ja, und gerade jetzt halt auch, ist immer schön, auch in Anführungsstrichen sympathische und interessante Gegenspieler zu haben, ne? Ja. Kann sich Marvel mal, wenn wir bei dem Thema sind, wieder, könnte sich mal bei Game of Thrones was abgucken. Ja. Ich will mal hier. Wobei, das machen sie ja in der Serie. Also die Serien, Marvel-Serien auf Netflix, ach so. Abgesehen von Iron Fist, die sind schon, die haben wirklich gute Böse. Ja, absolut, großartig. Die Serien es auch verdient haben. Die nutzen ja das Serienelement. Die nutzen das, um den Bösewicht aufzubauen, auch ein bisschen grau zu schattieren. Ja. Dass du wirklich nicht fürs Erbe und Böse, sondern er hat durchaus interessante Züge und faszinierend. Kingpin. Und ein bisschen nachvollziehbar. David Tennant. Und das machen sie schon. Ja, ja, das stimmt. Halt nur, bei Serien gebe ich dir absolut recht. Feini schreibt oder fragt halt dich, Marco, zu den Buchumsetzungen ins Filmische, ob du das trennen kannst oder ob du da schon manchmal siehst, dass dadurch durch das Filmische, weil die anders sich entwickeln, dass Charaktere dadurch kaputt gemacht werden. Ich dachte ja eigentlich, dass ich genau das schon ein paar Mal jetzt gesagt habe. Ja, dachte ich eigentlich auch. Das sind ja zwei verschiedene Interpretationen. Mhm. Das ist gerade Gute daran. Ja. Man sieht dann auch unterschiedlich, es ist ja die gleiche Geschichte, aber unterschiedliche Perspektiven. Ja. Also auch, dass Cersei im Buch halt sehr wahnsinnig ist, nicht mehr nachvollziehbar ist, passt ja auch zu der Buch-Cersei. Die Film-Cersei ist halt wesentlich charismatischer, möchte ich schon fast sagen. Man erwischt sich ja dabei, dass sie bei der einen oder anderen Bestrafung, wie ich sag mal Shame, ja? Also wenn sie andere Leute sich dann dafür rächt, dass man fast ihr zujubeln möchte.
Mhm. Weil diese Sepp der Onella war ja für einen Zuschauer genauso unangenehm wie für Cersei. Und sich da dann zu rächen, kann ich schon verstehen. Und das schafft halt die Serie. Und beides ist auf seine Art und Weise halt tatsächlich interessant. Und deswegen, ich möchte da gar nicht so trennen. Ich finde, es gibt halt Storystränge, Handlungsstränge, die sind mal hier und mal dort deutlich besser gelöst. Aber interessant trotzdem in jedem Fall. Ich möchte zwei Beispiele nennen. Das eine ist, in der zweiten Staffel begegnen sich mit Arya und Tywin Lannister. Das sind mit die besten Dialoge in der gesamten Serie. Passiert in den Büchern nicht mal ansatzweise. Ich würde sogar so weit gehen, dass das, was in den Büchern stattdessen passiert, relativ langweilig ist. Mhm. Aber trotzdem interessant. Und jetzt umgekehrt, den Dorn, und ich glaube, die größte Sünde der Serie ist halt, dass sie den Dorn-Handlungsstrang verhunzt haben. Also nicht, dass, wie sie ihn erzählt haben, weil vieles, was da einfach jetzt passiert, oder auch in der sechsten Staffel passiert ist, ist halt der Versuch, es zu retten, finde ich. Es ist der Versuch, es zu retten, weil in der Serie, in den Büchern wesentlich wichtiger und auch interessanter. So aber, glaube ich, auch nicht wirklich eins zu eins in die Serie übertragbar. Zumindest nicht so, wie sie die Serie gestalten. Und deswegen verständlich, dass sie es anders gemacht haben, aber sie haben es halt nicht gut anders gemacht. Also man hätte die Sandsnakes charismatischer besetzen müssen, man hätte sie weniger aussehen lassen müssen, als wenn sie aus Xena, aus der alten Serie, da gehüpft mit ihren Waffen, und es wirkte alles so Power Rangers-mäßig. Ja. Wirkt nicht so wirklich cool. Und also gerade die jetzt gestorben ist, Tyenne Sand, die war noch die interessanteste von den dreien. Die anderen beiden wirkten wie Großmäuler, denen man nicht zuhören möchte. Das haben sie halt alles ein bisschen verkackt. Auch die ganze Handlung drumherum, es ist ja auch inkonsequent. Ich meine, dass Ilaria Sand Dorne Martell tötet, ist halt genau falsch. Genau die falsche Message eigentlich. Das ist ja nichts, was Oberyn Martell gewollt hätte. Und ich habe mich so auf Alexander Siddig als Deep Space Nine-Fan gefreut, Dr. Bashir. Ja. Und dann bekommt er da nur so eine kleine dahingerotzte Rolle. Schade, 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 schade. Naja, vor allem, wenn man das Buch kennt, würde man sagen, oh mein Gott, was haben die denn mit dem gemacht? Weil er ist halt wesentlich... Er macht eigentlich gar nichts verkehrt im Buch. Ich will nur so, mehr will ich gar nicht sagen. Ja. Wenn du ein Fan von, ich meine, das Gute ist daran, dass du jetzt die Serie zuerst gesehen hast, ist, du hast für die meisten Charaktere immer ein festes Bild im Kopf. Richtig. Und das hilft durchaus beim Lesen. Also ich habe beides parallel gemacht. Ich habe die Bücher gelesen und parallel die Serie geschaut, je nachdem, welcher Staffel und welchem Buch ich war, war mal das eine, lag mal das andere vorne. Und ich finde es schon angenehm, eine schöne Vorstellung zu haben, wie die Charaktere aussehen. Ich mag mir nicht den Buch Tyrion vorstellen, ich stelle mir lieber den Tyrion vor, den ich in der Serie gesehen habe. Ja. Und dann gewinnen, finde ich, die Bücher sogar noch dadurch. Mhm. Würdest du denn sagen, die Staffeln sind sogar immer besser geworden? Oder hast du eine Lieblingsstaffel? Oder ihr generell, du, Hen? Also wenn ich jetzt wirklich eine Lieblingsstaffel ausmachen müsste, dann würde ich sagen, es ist die sechste Staffel. Ich finde, die Serie hat es tatsächlich als eine der wenigen Serien, die ich kenne, geschafft, sich immer mehr zu steigern. Ja. Aber Game of Thrones ist so ein unfassbares Gesamtkonstrukt. Ja. Ich finde, da zu sagen, keine Ahnung, Staffel 6 ist meine Lieblingsstaffel und Staffel 1 ist die schlechteste zum Beispiel, ist halt doof, weil die Staffel 1 baut alles so toll auf. Ich bin eigentlich, glaube ich, mit den meisten, dass die Staffel 5 die schwächste ist, aber die schwächste ist halt Jammern auf hohem Niveau. Plus, ja, genau. Plus was wichtig ist, alles, worüber man in der fünften Staffel gejammert hat, finde ich, war nicht unwesentlich daran beteiligt, dass die sechste so geil war. Das war halt Aufbau. Das war halt, und ganz ehrlich, vierte und fünfte Buch sind halt die schlechtesten Bücher der bisher fünf Game of Thrones Bücher. Vierte und fünfte sind halt die schlechtesten. Und was haben die in der fünften Staffel gemacht? Die haben vierte und fünfte Buch zusammengekürzt, sage ich mal, und in eine Staffel gepresst. Jetzt ist natürlich die schwächste Staffel dabei rausgekommen, aber eine angenehme Verkürzung im Vergleich zu den Büchern. Und das muss man ja auch erstmal machen. Also ganz schwierig, ich finde, Game of Thrones ist zu sehr Gesamtkonstrukt. Selbst die schwächeren Handlungsstränge funktionieren für mich so gut, dass ich ihnen verzeihen möchte. Es gibt gut und schlechte Handlungsstränge von mir aus, ja, aber die Serie selber ist so, wie sie ist, einfach fantastisch. Da möchte ich gar nicht von Folge zu Folge bewerten. Ich hasse den Quatsch. Würde ich genauso unterschreiben, weil für mich ist auch ein Konstrukt, ich könnte jetzt keine Staffel hervorheben. Es gibt immer wieder tolle Szenen oder tolle Wendungen natürlich und was Spaß macht, das kann man eher hier, man kann klassisch sagen, okay, gerade die Red Wedding-Szene war stark und oder jetzt in der letzten Folge, die letzte Staffel, wo mit der Musikuntermalung, mit dem, wo sie das dann in die Luft jagt und so, das war ganz stark inszeniert und geil und hat
hat richtig auf der Haut gekribbelt. Aber ich könnte jetzt auch keine richtige Staffel hervorheben. Aber auch da gebe ich dir recht, es wird tendenziell natürlich durch höheres Budget und dadurch, dass man die Charaktere alle kennengelernt hat und die jetzt miteinander interagieren, ist es natürlich toll, jetzt dann das zu sehen. Und deswegen ist natürlich auch gerade die sechste oder wahrscheinlich auch jetzt die siebte mit Sicherheit gehört dann zu den besseren. Oder wo man sagen würde, ja, das hat am meisten Spaß gemacht, weil man halt die Charaktere alle schon kennt. Mhm. Weil sie sind in Position gebracht und jetzt lasst sie miteinander richtig interagieren. Man hat sie über 5-6 Jahre kennengelernt, eine Entwicklung von denen mitgemacht und jetzt prallen die aufeinander. Weil gerade jetzt, wir haben ewig lang darauf gewartet, dass mal erste Staffel hätte da keiner so schnell drauf gekommen oder dran, genau, dass man dann Jon Snow und Daenerys, dass sie irgendwann mal zusammen aufeinandertreffen. Ne? Außer vielleicht die Buchleser, die wussten es vielleicht schon, aber ne, war halt nicht denkbar, weil sie ja natürlich auch noch so weit weg war, das war ganz nebenbei. Das war nicht vorstellbar. Ja, ja, ganz genau. Aber man hat sich ja doch irgendwie gewünscht, dass die mal zusammen mit den Starks und die Targaryens. Ja, ja. Und deswegen kann man schon, finde ich, mit Fug und Recht sagen, irgendwie hatten ja doch 7 Jahre drauf gewartet. Ja, richtig, richtig. Okay. Was ja auch einen spannenden Gedanken dann zulässt, was uns in der ja fast nur noch zweiten Hälfte dieser Staffel und dann zum ja wohl offensichtlich Ende der ganzen Konstruktion, nämlich in Staffel 8, weil das ist ja zumindest so die Information, die mir zur Verfügung steht, auch wirklich dann das Finale. Ja. Und auch mögliche Spekulationen um irgend so eine seltsame, für mich auch eigentlich unmöglich gedankliche Geschichte, wir lassen das Ganze dann im Kino ausklingen, nee, glaub. Geschichte, das ist ja wohl, soweit mir die Information zur Verfügung steht, vom Tisch. Das heißt, ja, müsste vom Tisch sein, ja, die Staffel ist ja bestätigt. Ja, das heißt, die haben auch, das hat auch freche Probleme, weil es gibt ja Leute, die haben ein HBO-Abo. Ja, da hängt viel Geld dran. Folge, ne? Kriegen. Ja, genau. Stimmt. Naja, die müssen sie auch kriegen. Die können da nicht hingehen und können das einfach auslagern. Nö. Nein, aber man hätte ja irgendetwas in irgendeiner Form mehrfach verwerten, ineinander verschachteln oder sonst irgendwie können. Aber grundsätzlich die 130 Millionen, die in die siebte Staffel gehen, die werden wir ja wohl mit Sicherheit so oder so ähnlich dann auch in der achten Staffel wiedersehen, ausgegeben. Ich glaube 6 Folgen, oder? Und dann glaub, 6 oder 7, genau. Also, Und, das sind 6 Folgen dann. Ja, ja, natürlich hier noch die Gretchenfrage, die hier gerade im Chat auftaucht. Was glaubt ihr, wie wird Game of Thrones enden? Wer wird den eisernen Thron besitzen? Ja, werden wir den großen Schwarzen den Thron wieder schmelzen sehen? Den großen Schwarzen? Ach so. Ja, alles klar. Ja, der ist ja in man kann überlegen, welchen Charakter meinst du denn jetzt? Der ist ja in Drachenfeuer geschmiedet und in Drachenfeuer entstanden. Wird der große Schwarze den Drachen wieder schmelzen. Also die erste Frage, die sich ja immer stellt, ist, wird Game of Thrones überhaupt positiv enden oder eher nicht? Ja? Was hält naja, denn gut, in dem Zusammenhang das wissen wir ja schon. Das wissen wir ja schon. Was hältst du? George Martin hat ja gesagt, das Ende ist bittersweet. Es ist zwar ja, gut. Ein gutes ja, Ende, okay. Aber es ist das sagt, gleichzeitig nicht happy end. Aber bei so einer komplexen Geschichte stellt sich ja schnell die Frage, was da Also ein Heldentod klingt danach. Ja. Ne? Also dass irgendwie Jon Snow am Ende irgendwie sein Leben opfert, um dann Frieden Ach so, die in Nummer. Westeros ja, zu bringen. Also, so. Ich glaube halt, dazu habe ich auch wieder ein komplettes Video gemacht. Das ist auf Fall welchem Kanal? Nerdkultur. Ich sag's jedes Mal dazu, Chris, egal ob du es fragst, ich sag's aus Prinzip, sag ich's. Ja, das müssen wir jetzt noch durchziehen. Das ziehen wir jetzt ja, durch. Ja. Und zwar, Game of Thrones ist halt schon ein sehr starkes Abbild der Rosenkriege. Und die Rosenkriege konnten erst dadurch beendet werden, dass sich zwei Häuser, also die Starks und die, Starks sag ich schon, die Yorks und die Lancasters, endgültig vereinigt haben. Also durch Heirat. Naja. Jetzt muss man aber dazu sagen, bitte? Nee, schon gut. Ja, und jetzt muss man aber dazu sagen, der das dann gemacht hat, war ja kein Lancaster, sondern ein Tudor. Tudor war zwar ein entfernter Lancaster, was ihm dann diesen Frieden zustande gebracht hat, aber er lebte eben lange im Exil in Frankreich, hat da eine große Armee zusammengetrommelt, ist über den Ärmelkanal geschippert und hat in England den englischen Thron erobert. Und um den Frieden zu sichern, hat er eben eine York geheiratet. Sogar eine relativ entfernte York. Also, Bastard. Also,
Und durch diese Heirat ist eben der Frieden entstanden. Es konnte er gesichert werden. Ne? Und deswegen liegt die Vermutung nahe, und das müssen wir jetzt einfach so sagen, dass John und Danny heiraten werden. Jetzt soll aber das natürlich nicht das Happy End von Game of Thrones sein. Oh, sie heiraten und sie sind verbannt. Sonnenuntergang. Ne? Also selbst, und Danny hat ja auch angekündigt, dass sie heiraten muss. Sie hat ja zu Dragon House gesagt, sie muss eigentlich sie muss Allianzen schaffen und die beste Möglichkeit für Allianz ist eben Heirat in dieser Welt. Ja. Und wer wäre besser dazu geeignet als sowieso zwei Targaryens, die miteinander halb verwandt sind? Ich kann mir wirklich vorstellen, dass da die Allianz geschmiedet wird bei den beiden. Ich glaube aber auch nicht, dass es jetzt das Ende ist von Game of Thrones. Ich sage nur, das ist die Allianz, die wichtig ist für den Frieden. Es kann auch einer von beiden sterben. Mhm. Ja, ich gehe da vorsichtig fast schon von aus, aber ja, ohne was zu wissen, logischerweise. Aber ich habe so das Gefühl, dass da auch nicht alle überleben. Und ich glaube, Peter Dinklage werden sie noch nicht so schnell streichen. Wobei, ja, die sind alle groß im Geschäft, die drei. Ja, Peter Dinklage ist nicht so schnell. Also wie hat George R. Martin mal gesagt, die einzige Figur, die er nicht sterben lassen kann, ist Tyrion Lannister. Ja, da ist was dran. Der Ron ist da. Hallo Ron, herzlich willkommen. Herzlichen Glückwunsch. So ein bisschen spät. Du bist schon fast, du bist sehr spät dran. Dann hast du deinen Stream jetzt langsam durch. Aber Wir freuen uns aber, dass du noch Zeit gefunden hast. Im Chat gibt es die richtige Lösung. Im Grunde wird es so enden wie auf unserem Coverbild. Ja. Ne? Jan auf dem eisernen Thron. Nee. Marco ist auf dem eisernen Thron. Marco auf dem eisernen Thron. Mit dem Kopf vom Night King in der Hand. Ja. Und wir beide stehen daneben als sozusagen. Ich bin der Tyrion und du bist Hodor. Nein. Ja. Kennst du den? Die Mittelfinger, ja. Und wir stehen daneben und freuen uns, dass wir dich beraten dürfen. Ja, wir sind die Hände, sozusagen. Cersei und Danny heiraten. Ja. Hashtag Ehe für alle. Die rechte und die linke Hand des Teufels. Ja, so sieht's aus. Wo stehen wir? Ich hatte gerade auch nochmal im Chat rumgefragt, ob noch Fragen sind. Auch gerade vielleicht zum Thema Game of Thrones. Da hatten wir gerade ja schon ein paar Sachen aufgeschnappt. Ansonsten, wir sind halt natürlich alle gespannt, wie es jetzt halt in der Staffel, genau, außer Marco. Wir sind halt gespannt, wie es weitergeht. Ich bin ja trotzdem gespannt. Ja, so. Natürlich, wie es umgesetzt wird. Ne? Man will es halt sehen. Ja. Und das, wie gesagt, es gibt ja noch Lücken. Ja, absolut. Vielleicht sollten wir an der Stelle mal unser Gewinnspiel ins Spiel bringen, denn wir haben durch unsere Gewinnspielpartner, das ist einmal die Firma Close-Up, die uns ja regelmäßig mit tollen Sachen beglückt, haben wir dreimal einen Game of Thrones Kaffeebecher aus Porzellan. Du machst mich fertig. Du willst jetzt wahrscheinlich, dass genau jetzt ich den Chat mit dem Link dazu bediene. Kannst du machen, ich erzähle. Mach ich, ja. Die mit dem Wappen der Familie Stark gesegnet sind. Da haben wir. Da könnt ihr drei Stück von gewinnen. Dann haben wir auch noch von Close-Up bekommen. Wo haben wir es denn hier stehen? Was willst du denn? Den eisernen Thron zum Wir Beispiel. Haben einen eisernen Thron. Ein wirklich schönes. Wir haben den eisernen Thron. Replika vom eisernen Thron. Original nachgebaut. Nur ein bisschen kleiner. Ein bisschen kleiner. Den haben wir zu, als Gib Verlosung. Mir einen Moment. Und als, ja, kein Problem. Und als drittes haben wir. Du wolltest mir noch einen Moment geben. Ja, kannst du ja machen. Ich mache ja schon mal weiter. Als drittes haben wir, weil das beim letzten Mal mit den Alien-Eiern so gut geklappt hat, haben wir wieder ein Ei ins Spiel. Wir haben wieder ein Ei ins Spiel gebracht. Diesmal aber ein anderes Ei, nämlich, erzähl mal. Und Henrik. Zwar ein, das Rhaegar Dragon Egg als, als Authentic Prop Replica. Das ganze Gerät ist 8 Inch, kann man schnell der Chat rechnen. Groß, also ganz schwere Ausführung mit Sockel. Richtig schick, also muss man echt sagen. Also ich habe vorhin ja schon mal reingeschielt. Ich suche mal eben den Link raus. Hat da, Marco wahrscheinlich schon alles zu Hause stehen? Ja, der ist wahrscheinlich gut. Voll ausgestattet. Ja. Ihr seht den Link jetzt. Also, 20 cm hoch, erfahre ich gerade im Chat. Ist richtig cool. Genau, das haben wir von Close-Up. Das sind die Sachen, die wir von vielen Dank an Close-Up. Genau. Und jetzt geht's weiter. Und zwar haben wir von der. Die Decke ist hier so. Ich habe gerade mein ganze Akustik
mein Akustikschaum gerade fast von der Decke gerammelt. Und zwar von der Firma Winning Moves. Das ist nicht jedem sofort ein Begriff. Und zwar ist Winning Moves eine Firma, die Brettspiel-Adaptionen von großen Franchises macht. Auch hier schon mal vielen Dank an Winning Moves. Und da haben wir für das Gewinnspiel als allererstes ein Monopoly zu Game of Thrones. Einen schicken schwarzen Karton. Da suche ich mal eben schnell. Der ist leer. Der ist übrigens leer. Da suche ich mal den Link raus. Das ist dieses wunderbare Stück. Genau, für die nicht live zuhören, ja, wir verlinken das alles natürlich dann in die Shownotes. Genau, wir findet die Links dann alle in den Shownotes und wir werden die Bilder dann auch nochmal entsprechend bereitstellen. Aber ein Spiel ist kein Spiel, wir haben noch ein zweites. Ja genau, auf einem Bein kann man nicht stehen. Der Olli kann es gar nicht abwarten, bleib doch mal ruhig. Bitte die Rahmenbedingungen. Olli schreit seit, ich bin da noch gar nicht fertig. So, wir haben eine Gewinnspielflut und er will schon wissen, wie er teilnehmen kann. Als letztes tatsächlich habe ich von Winning Moves hier ein Risiko Game of Thrones. Ein ganz großartiges Design. Auch dazu haben wir natürlich... Gerade wenn man geografisch so schlecht ist wie ich in Sachen Game of Thrones, ja, kann man sich das da nochmal genauer anschauen, wie lange denn die Truppen der Lannisters brauchen, bis sie bei den genau. Starks ankommen. Und dazu schmeiße ich auch mal den Link in den Chat. Wie gesagt, wie wir gerade schon gesagt haben, die Bilder und die Links dann auch für die jetzt die Konserve von dieser Veranstaltung sich antun seit 2 Stunden und 20 Minuten. Dann auch in den Shownotes. Und jetzt natürlich gibt es auch, das gibt es ja nicht einfach so. Nee. Weil normalerweise haben, nix, wir ja nur, Freunde. Normalerweise haben wir ja nur 5 Hörer. Natürlich. Das heißt, hier hätte jetzt jeder was bekommen. Dieses Mal müssen wir das ein bisschen anders machen. Und zwar, die Redaktion hat sich was ausgedacht. Und zwar, was denn, lieber Jan? Genau, wir wollen Folgendes euch anbieten, wie ihr mitmachen könnt. Zwei Möglichkeiten. Einmal für die, die ein bisschen was machen möchten und die zweite Möglichkeit für die, die nicht so viel machen möchten. Also für jeden was dabei. Einmal wollen wir unseren Patreon was Gutes tun. Alle, die bei Patreon spenden oder jetzt dann halt nachträglich alle, die bis mitmachen. Zum Ablaufdatum. Ne? Das ist bis Ende August, würde ich sagen. Ne? Wir machen mal Ende August. Wer bis Ende August auch bei Patreon uns unterstützt, egal mit wie viel, kommt automatisch mit in den Lostopf. Und wer ein bisschen kreativ sein möchte und ein zweites Los damit bekommen möchte oder stattdessen was machen möchte, wir haben Bock von euch als kleinen Audio-File oder Video-File, wie ihr wollt, eure kleine Kritik zu eurem Lieblingsfilm, Lieblingsserie oder, wenn wir bei Game of Thrones sind, genau, zu eurer Lieblingsfolge oder Lieblingsszene oder Lieblingscharakter. Also erzählt uns ein bisschen was. Da ist eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Da dürft ihr euch austoben. Sowohl euer Lieblingsfilm wäre super spannend, weil das gibt ein schönes Potpourri. Genau. Und natürlich die Einverständniserklärung, dass wir dann eventuell die Clips mal hier, mal da in unseren Podcast mit einstreuen können. Absolut. Machen könnt ihr das ganz einfach auf unserer Webseite www.dercinecast.de. Findet ihr am rechten Rand einen Link zu der, da ist ein falscher Link, da gucken wir gleich mal. Das kriegen wir hin. Nein, Monopoly ist falsch. Ja, der Link ist kaputt. Gut, dass der Gronkh aufpasst. Der Link ist kaputt, das klären wir gleich. Und zwar findet ihr auf unserer Webseite auf der rechten Seite einen kleinen Link, da könnt ihr ein Audio-File einsprechen. Ihr könnt uns an gewinnspiel@dercinecast.de oder gewinnspiel@logenzuschlag.de, der Name der ursprünglichen Webseite, einen MP3-File schicken. Die Diskussion ging um die Länge, wir wollen das jetzt nicht dramatisch irgendwie beschränken. Ihr müsst da jetzt nicht eine Podcast-Folge draus machen. Nein.
Ihr könnt auch, wenn ihr selbst irgendwie ein Video habt und das irgendwie nicht veröffentlicht, also wenn ihr ein YouTube-Video oder sowas gebaut habt auf eurem Kanal, dann ein privates, kurzes Video den Link schicken, egal wie. Hauptsache... Ja, Marco darf auch Marco mitmachen, aber er darf nicht seine Videos verlinken. Genau, Marco darf mitmachen, aber nicht seine Videos verlinken. Aber das geht ja sowieso nicht, weil wir können uns ja an den Namen von dem Kanal gar nicht erinnern. Wir würden es ja gar nicht... Den blenden wir nachher ein. Den verlinken wir noch irgendwo. Ja, den verlinken wir. Also, viel Erfolg beim Gewinnspiel. Nochmal vielen Dank an Winning Moves und an Close-Up. Ja. Ganz, ganz großartige... Da haben sie mal echt tief in die Tasche gegriffen. Also nicht nur ein Poster, sondern wirklich was Schickes. Das Zeug kostet auch ein Geld. Also wenn keiner mitmacht, wir behalten es auch gerne bei uns. Nö, wir hauen das raus. Nö, wir hauen das raus. Also ich würde es, aber machen wir nicht. Nee, das geht. Also die zwei Möglichkeiten, Patreon oder seid kreativ, wir freuen uns. Ne, die Patrioten, die Patronen sind ja auf jeden Fall... Olli fragt, wie wir da drankommen. Ja, wir geben doch dein ganzes Geld aus. Genau, wir haben das alles selbst bezahlt, Olli, von deiner Patreon-Kohle. Dann siehst du mal, wo das geblieben ist. Ich hab auch nachträglich noch Auphonic-Credits, die du mal gespendet hast, vertickt. Das ist... auf dem Schwarzmarkt, ne? Auf dem Schwarzmarkt. Ja. Jetzt hätte ich beinahe einen Namen gesagt, wie ich die verkauft habe. Das wäre aber böse gewesen. Was heißt denn, Olli, dass die euch so etwas zur Verfügung stellen? Die freuen sich, dass es uns zur Verfügung stellen dürfen. Ja. So. Also, das haben wir an der Stelle. Und weil wir gerade von Patreon gesprochen haben, uns ist es ein Herzensanliegen. Erstens aufgrund der Tatsache, dass wir inzwischen tatsächlich Patronen haben, die uns schon eine ganze Weile unterstützen. Dafür sei an der Stelle auch nochmal Dank gesagt. Und zwar namentlich sind das aktuell der Sascha, der Sebastian, der Georg, der Christian, der Lukas, der Florian, der Thomas, auch ein ehemaliges Cinecast-Teammitglied. Vielen Dank, Thomas. Der Christian, der Alexander, der Stefan und natürlich der Olli, der so fleißig auch den Chat bevölkert hat heute. Also ihr seid automatisch schon in der Verlosung drin. Der übrigens ganz schön großzügig war in letzter Zeit, sehe ich gerade. Ja, der Olli? Ja. Weil der ist ja verrückt. Der ist total verrückt. Und also dafür auch nochmal denen ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr dafür sorgt, dass wir hier so artig mit Getränken und Technik versorgt sind. Ganz herzlichen Dank und natürlich auch an Sachs Audio, die so wunderbar uns unterstützen. Sowieso. Das sei hier mal ganz wertfrei erwähnt. Und natürlich vielen lieben Dank an unseren Chat-Duell-Gewinner, so genauso wie ich. Also Marco und ich, wir haben halt beide unser Chat-Duell gewonnen. Ah ja, reite doch drauf rum, dass ich nicht konnte an dem Tag. Kann ich ja nichts für. Na gut. Das war sehr schön. Ja, abschließend noch ganz kurz, es gab relativ wenig Feedback. Wir haben allerdings, weil wir haben am Anfang nochmal drüber gesprochen, es haben sich nur ein oder zwei Leute darüber beschwert, dass wir in der letzten Folge ein bisschen viel gespoilert hätten. Ja, gerade unser Gast, der liebe Peter, hat gerne der war mal recht großzügig. Spider-Man im Detail. Aber, wir werden, also wir haben es gesagt, wir sind nicht, wir haben immer uns nur so weit, wie es eben irgendwie nötig war, zurückgehalten. Podcast haben ganz wunderbare Funktionen, nämlich eine Pausetaste. Das geht jetzt natürlich live nicht. Pech gehabt. Aber wir haben es angekündigt und Marco, wir haben ja auch nicht zu viel gespoilert. Nö. Oder fandest du, wir waren zu spoilerlastig? Marco? Jetzt Marco ist kurz eingenickt. Marco ist kurz eingenickt. Ich fühle mich nicht angesprochen. Okay, wie möchtest du genannt werden? Ach ja, König, König der sieben... König des Internets. Ja, bitte. Nerdkultur. Okay. Nein, die Frage... Hallo, Herr Nerd. Nein, die Frage war, ob du das Gefühl hast, dass wir heute zu spoilerig waren. In Bezug auf was? Weil wir haben ja nicht viel geredet. Weil Game of Thrones war klar, da kann man ja nur spoilern. Genau. Und bei den Filmen war es sehr Sachen, haben wir jetzt nicht wirklich gespoilert, finde ich. Ich dachte, eigentlich, wir hätten bei den normalen Filmen sogar nicht gespoilert. Ja.
Nee, da versuchen wir auch oft. Gerade bei Neustarts wollen wir ja auch nicht spoilern. Aber wenn es jetzt alte Sachen oder halt so eine Serie ist, wo wir jetzt eh so ein Special machen, dann reden wir natürlich auch ein bisschen. Natürlich. Zeit. Ich habe auch keine Klagen im Chat gehört. Der eine hat bei Dunkirk kurz auf Mute gedrückt. War, okay. War alles gut. Das ist gut. Doch echt okay. Ja. Das ist alles prima. Da kann ja keiner was gegen haben. Wir werden weiterhin unserem Konzept treu bleiben. Einfach dann einen Tag später hören, wenn man im Kino war oder die Folge der Serie gelaufen ist. Ist doch ganz einfach. Schön. 2:28. Ja, vielen Dank, lieber Marco. Es hat uns wieder eine große Freude gemacht. Es ist hier nur sehr warm bei uns. Ich weiß gar nicht, du bist wahrscheinlich im klimatisierten GameStar-Büro oder. Überhaupt sowas von gar nicht klimatisiert. Aber ich bin halt in einem großen Studio und alleine und hier läuft nicht so viel. Ich muss jetzt erstmal heimkommen. Ja. Also nochmal dir vielen Dank für die Tatsache alleine, dass du dir die Zeit nach deinem langen Tag schon noch genommen hast, mit uns noch ein bisschen zu plaudern. Genau. Und nächstes Jahr hören wir uns, denke ich, dann wieder. Zur Folge, zur 70. bist du dann ja wieder da. Ich dachte zur 150. Da müssen wir die Frequenz etwas anheben. Nö, es hat ihm einfach nicht gefallen. Ach so, oder wolltest du damit sagen, dass das... Nein, das würde ich überhaupt nicht damit sagen. Alles gut. Genau, der Chat bedankt sich auch bei dir. Wir bedanken uns auch bei dem Chat. Da war richtig was los. Ich bin total begeistert. Ja, können wir öfter machen. Das machen wir auf jeden Fall irgendwie öfter, wenn wir eine gute Gelegenheit finden. Und weiß ich nicht, machen wir einen Deckel drauf? Ja. Dann, wie sagt man in der Welt von Game of Thrones zum Abschied? Vala irgendwas. Sachartig Wiedersehen. Wir sind dann erstmal raus. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Valar Dohaeris.